Ja, huhu, hier wieder mein Quali. Und zack, das Mikrofon nach vorne für eine neue Runde Pen and Paper Rollenspiel auf diesem Kanal. Wir spielen heute das Schwarze Auge in der 5. Edition mit einem uralten Abenteuer-Kampagnenband, die Phileas und Saga. Und sind mittlerweile angekommen in Abenteuer Nummer 6. Die Suche nach dem Kelch habe ich es genannt, weil ich Largalahen nicht aussprechen kann, so wie der Kelch eigentlich heißt. Aber gut, heute mit dabei, in alter Frische, die Leopardin 202 als Fianna. Guten Abend zusammen. Und der Rerion als Borealas. Träume entspringen wachen Gedanken. Ja. Und der Mischka als Nasir. Ei, gute zusammen. Und heute als Gastspielerin dabei, weil der Jalte verhindert ist, die Feder als Lailat. Sanja Salatelo. Ja. Ja, wir befinden uns immer noch in Aventurien natürlich. Und zwar kann ich mal gerade gucken, ob das klappt mit der Karte. Klappt das? Ja, guck mal. Wir befinden uns hier in Maraskan, kurz vor dem Friedhof der Seeschlangen. Und unsere Helden sind Teilnehmer auf einer Wettfahrt einmal herund um Aventurien. Sind Angehörige der Crew von Captain Fockwulf Phileasson und kämpfen mit ihm um den Titel König der Meere. Müssen einmal rund um Aventurien fahren und dabei Aufgaben lösen, die ihnen von der geweihten Shaya zugewiesen werden per göttlichen Visionen. Und ja, sie haben schon allerlei Dinge erlebt und beim letzten Mal haben sie es geschafft, im Friedhof der Seeschlangen tatsächlich die Zähne einer Seeschlange, also erstmal eine Seeschlange zu besiegen. Und ja, Nasir war da sehr, hat sich sehr hervorgetan im Kampf gegen die Seeschlange. Hat er, glaube ich, den Todesstoß versetzt. Und haben sich dann die Zähne der Seeschlange geschnappt. Vorher haben sie in diesem Friedhof der Seeschlangen einerlei gräulige Sachen gefunden. Ja, da war ein dunkles Ritual anscheinend im Gange und ganz viele tote Echsenmenschen waren da. Und komischerweise waren die ganzen Skelette von Seeschlangen, die da schon rumlagen, alle entzahnt vorher. Das hat ihnen eigentlich sonst nicht so gut ganz gefallen. Das heißt wohl, dass ihr Konkurrent, der Beorn der Blender, anscheinend vor ihnen schon im Friedhof der Seeschlangen angekommen war. Aber naja, so ist das nun mal. Eine kleine Sache noch als Erklärung dazu für die Zuschauer, die sich angefreundet hatten mit Valion Herzensklang oder Valion, der vor den Alten warnt und den Wiedererwarten in dieser Runde. Der gute Enigmon, der den gespielt hat, hat sich aus der Runde zurückgezogen aus privaten Gründen. Und deswegen spielt nun dauerhaft der Rerion als Borealas an seiner Stadt mit. Nur, dass er sich jetzt irgendwie nicht wundert, warum der Enigmon nicht mehr auftaucht. Wir haben entschieden als Gruppe, dass wir das offen lassen, was mit dem guten Valion in der guten Stadt, wie hieß die Stadt noch? Boran, was mit Valion in Boran passiert ist. Vielleicht kann er ja schon irgendwann später nochmal auftauchen, wenn es wieder besser klappt oder so. Aber vorerst spielt Enigmon nicht mehr mit in dieser Runde. Nur als Erklärung. Ja, gut. Unsere Helden hatten beim letzten Mal ja die Seeschlange besiegt, die Zähne erbeutet und haben sich auf den Weg gemacht mit dem kleinen Beiboot wieder zurück zum Schiff, denn sie sind mit dem Kapitän, wie hieß er noch? Wisst ihr es noch, wie er hieß? Kotnas Hahn. Mit dem seid ihr ja zusammen. Erstmal habt ihr mit ihm zusammen, also er ist ein berüchtigter Pirat natürlich,
was auch sonst, habt ihr die Belagerungsreihen der Garetias um Boran durchbrochen und seid Richtung Friedhof der Seeschlangen geschippert. Und weil dort ja, es vielerlei Untiefen gibt und ein merkwürdiges Tankfeld schon beginnt, die Reisen über das Meer schwierig zu gestalten, habt ihr es geschafft, mit einem Beiboot nur in den Friedhof der Seeschlangen hereinzusegeln. Und ihr erinnert euch, das war eine Art Höhle, in die ihr da reingefahren wart, sehr groß, mit einem exischen Einritzung über dem im Gestein quasi, was Borealas sogar lesen konnte. Und ich hatte beim letzten Mal sogar schon geschlossen, dass ihr wieder zurück seid an Bord des Schiffes, nämlich, wie hieß das Schiff noch von euch? Ich muss gerade mal gucken, die Tiger von Maraskan. Aber wir drehen die Zeit noch mal ein bisschen zurück, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass es ein bisschen eigenartig war, dass ich euch erzählt habe, dass ihr jetzt auf einmal einen Feind habt am Ende des Abenteuers und dass der gar nie aufgetaucht ist. Deswegen beschreibe ich euch jetzt noch die Szene, wie er aus dieser Grotte hinaus segelt oder rudert besser, weil ja ein richtiges Segelschiffchen ist, dieses Beiboot ja nicht. Und oben auf dem auf diesem Felsvorsprung der Höhle, in die ihr reingepaddelt saht, steht dieser Echsenmensch, dieser mit seinem Stab, den er in die Höhe reißt und ein paar exische Flüche euch entgegenschreit, weil unsere Helden nämlich in dem Friedhof der Seeschlangen auch noch einige Echsenmenschen einfach so mal um die Ecke gebracht haben. Ohne zu fragen, ohne zu verhandeln, einfach mir niedergemäht. Und das hat natürlich den Echsen nicht gefallen. Und so steht oben auf dieser Anhöhe Cho-on-Tak, der exische Priester, und schreit euch eine Verwünschung entgegen. Außerstande euch zu erreichen, weil ihr mit dem Boot unterhalb von der Zinne unterwegs seid. Aber dennoch durchzieht ein merkwürdiges Gefühl Nasir, Borealas, Fianna und die anderen an Bord, als er diese Verwünschungen in eure Richtung schreit. Fianna und Nasir können es nicht verstehen, was er sagt. Borealas kann erahnen, was er sagt, da er Rissar beherrscht. Aber er spricht in einem alten, vergessenen Dialekt und Borealas erkennt nur, dass es wohl ein richtig mächtiger Fluch ist, den er euch entgegenschleudert. Und zuerst tut ihr es ab als Verwünschung, wie man das irgendwie jemanden hinterherruft, dem man nicht mehr Herr werden kann, wenn man irgendwoher wegläuft oder so. Aber dann ziehen sich die Wolken zu über euch. Es wird dunkel, als die Sonne verfinstert wird und Blitze einschlagen auf dem Meer. Und der Wellengang sich erhöht und das Meer anscheinend gegen euch arbeitet, als ihr versucht herauszurudern auf das Meer, immer auf der Suche nach der Tiger von Maraskan, die irgendwo hier ja ihre Kreise ziehen muss, immer auf der Flucht vor der Garetia-Flotte, die sie verfolgt hat. Und hier steigen wir mal ins Abenteuer ein, mitten in diesem Unwetter, das aufgezogen ist. Und ihr erinnert euch, diese Echsenmenschen haben Charybderoth angebetet, die Widersacherin des Effert, ihres Zeichens zuständig ebenfalls für Wasser, See und Meerestiere. Und zwar für alles Finstere, was auf dem Meer passiert. Du bist gemutet, Nasir. Echt? Jetzt nicht mehr. Borealas, konntest du verstehen, was er gerufen hat? Nun, dies war ein sehr alter Dialekt. Vermutlich aus der Zeit, bevor es Warmblüter gab. Ich denke, er wünscht uns und all unseren Nestgelegen Kälte? Ah,
Ach so, weil Kälte für sie. Ja, verstehe. Allerdings könnte in seinem Fall Kälte auch gleichzusetzen sein mit dem Etragin. Was? Er scheint nach dem garetischen Wort dafür zu suchen. Niederhalten. Glaubst du, der Sturm ist sein Werk? Denn Dijran der Stille hat immer gesagt, wenn es nach Dämon riecht, nach Dämon schmeckt und sich nach Dämon anfühlt, ist es vermutlich ein Dämon. Ja, es fühlt sich für Nasir weniger nach Sturm an. Also ein wichtiger Wind weht nicht. Also die Wellen sind aufgeschäumt und hochgetürmt. Es würde ein Sturm gehen, aber Wind geht nicht. Und dieses Gewitter, also die Blitze, die aus den dunklen Wolken herauszischen und neben euch und vor euch ins Meer einschlagen, haben keinerlei Sturmartiges mit sich. Es regnet zwar jetzt, wie aus Eimern, aber Wind geht nicht. Macht das Ganze noch, ja, eigenartiger. Das ist wirklich unnatürlich an dieses Wetter. Genau. Nun, vielleicht vermag er wirklich Stürme zu rufen. Ich kann das nicht sagen. Ja. Ihr rudert weiter auf das offene Meer hinaus, immer in der Hoffnung, die Tiger von Maraskan am vereinbarten Treffpunkt wiederzufinden. Werdet ein ums andere Mal um euer Leben rudern müssen, als eine große Welle versucht, euch irgendwie zum Kentern zu bringen. Es wirkt schon fast so, als würde das Meer selbst nach euch schlagen wollen. Aber irgendwann sieht man durch den Blitz erhellt am Horizont ein Schiff und schnell ist durch die guten Augen von Nasir Borealas und Fianna vielleicht. Ja, ich weiß gar nicht, wer von euch hat die höchste Sinnesschärfe? Jetzt kommt er mit so was um die Ecke. Stimmt, Borealas. Ich habe 10. 10, wow. Habe ich auch. Ich habe auch 10. Also seht ihr alle quasi dieses Schiff am Horizont erhellt durch den Einschlag der Blitze, rudert wie die Bescheuerten auf das Schiff zu, auf das rettende Ufer in Anführungsstrichen. Und je näher ihr dem Schiff kommt, desto weniger Wellengang umgibt euch und ihr erreicht das Schiff nach aufwendigen Ruder- und Wendemanövern unbeschadet. Man nimmt euch wieder mit an Bord und Kapitän Hotnarshan nimmt euch im Empfang und gleitet euch mit unter Deck, wo ihr euch wärmen könnt vor dem nassen Regen und die Kleidung wechseln könnt und so weiter. Geschafft. Ansprechen. Kapitän Kotnasan? Ja. Der zufällig irgendwelche Erfahrungen mit schlechten Wünschen bzw. Verfluchungen von Echsenpriestern? Wieso? Nimm dich so beiseite und zieh dich so in eine private Ecke so, dass die Mannschaft das nicht hört, was sie beredet. Ja, dieses Wetter und den Seegang mitbekommen. Hohe Wellen und Regen, aber ohne Sturm. Das klingt für mich nicht sehr natürlich. Wart ihr dafür verantwortlich? Nein, wir waren nicht dafür verantwortlich, wir waren Opfer davon. Wir haben nur diese Garetias hinter uns entdeckt und mussten ausweichen. Dann kam die Seeschlange, diese große. Ja. Hat uns aber nicht angegriffen. Kamen auf den Friedhof zu sterben. Wir haben sie getötet. Eine wahrlich heldenhafte Tat. Ein solches Ungetüm. Und sie war schon
alt und wie gesagt kam zum Sterben, ansonsten hätten wir wohl keine Chance gehabt. Diese Wesen sind, naja, nicht gerade die Freunde des Effert. Vielleicht. Richtig. Hat es irgendeiner Entität da draußen nicht gefallen, dass ihr sie getötet habt? Ja, irgendein. Wir vermuten, es war ein Priester der Echsenmenschen, rief uns etwas hinterher. Aber selbst Borealas hat es nicht ganz verstanden, weil sein alter Dialekt war. Ich bin nicht so vertraut mit den Echsen. Die sind selten hier draußen auf dem Meer. Das ist, glaube ich, auch besser so, wenn man mit denen nicht vertraut ist. Hin und wieder sehen wir ein paar von ihnen. Aber sie ziehen sich nämlich meistens, machen sie einen großen Bogen um Boran. Sind sie generell den Menschen gegenüber feindlich gesinnt? Nicht unbedingt. Eher andersrum, würde ich sagen. Ja, natürlich. Naja, wenn man sich in den Wald traut, die Wälder von Maraskan sind generell etwas, was nur die wenigsten überleben. Viele sagen, die Echsen verteidigen ihr Gebiet bis aufs Blut. Ich glaube, von dem, was ich gehört habe, sind die Echsen nicht das Gefährlichste in den Wäldern von Maraskan. Oh, Maraskan ist ein schönes Island. Schön, aber auch schön gefährlich. Von der Ferne aussieht, also vom Gefährlichkeitsfaktor her, dann ist es noch schön. Naja, es ist der schönste Platz auf Dere, wenn Sie mich fragen. Stimmt. Und ich habe schon viele gesehen. Von der Prächtigkeit der Pflanzen und Tiere, die ich bis jetzt hier gesehen habe, eines der schönsten. Borella schmunzelt nur vor sich hin. Ja. Ziemlich beeindruckende Beute, die er da mitgebracht hat, diese Zähne. Was jetzt? Sagen, zurück zum Hafen, oder? Guck mal Fianna und Borja das an. Naja, es ist halt ein bisschen die Frage, war das jetzt die ganze Aufgabe? Also ich meine, wir haben den Zahn besorgt und wir sind jetzt außerhalb der Seeblockade auf dem Wasser. Oh, die junge Frage, Frau, das heißt nicht, dass die Garetzias jetzt nicht auf den Fersen sind. Nein, aber ich meine, wenn wir zurück in den Hafen fahren, müssen wir nochmal versuchen, da rauszukommen. Ja, sind in der Tat. Wir irgendwie, wo man vielleicht jetzt als nächstes hin muss. Ich gucke Shaya so ein bisschen an. Zuckt nur so mit den Schultern. Der Wahrscheinlichkeit her, denke ich, ist es von der größten Verteilung her wahrscheinlicher, dass wir wieder ins Festland müssen. Beziehungsweise auf den Hauptkontinent. Festland ja weniger, weil wir sind ja Segler. Bis wohin reicht denn die Blockade, Captain? Wisst ihr das? Sind die unteren Inseln von Maraskan auch blockiert? Eigentlich ist ganz Maraskan im Griff der Garetzias. Das heißt, wenn ihr uns runter nach Bryost bringt, bringt uns das auch nichts. Ich glaube, für mittelreichische Menschen, so wie ihr das seid, wäre Zuzak noch die angenehmste Stadt. Aber die ist auch belagert. Nein, sie ist komplett eingenommen. Ja. Dann müssten wir erklären, wie wir von außerhalb der eingenommenen Stadt in die Stadt kommen und werden vielleicht als Spione verhaftet. Das könnte passieren. Zumal ich euch ja gewarnt habe, wenn ihr bei mir an Bord kommt, dass es sein könnte, dass ihr von den Garetzias gesucht werdet. Ist euer Schiff denn hochseetauglich? Natürlich. Es ist zwar klein, zum Beispiel, aber gewandt und schnell. Das heißt, wenn wir eine
Fügung bekommen, wo wir hin müssen, könntet ihr uns nach Talusa bringen, auf den Kontinent? Nicht ohne weiteres, wir müssten zuerst nochmal irgendwo an Land gehen und Vorräte. Ja, natürlich. Ja, eine Alarmglocke geht von oben, vom Oberdeck. Und ihr hört sowas wie: Mann über Bord! Rennen hoch. Ja. Lauft an Deck und entdeckt ein Trümmerfeld irgendwie auf dem Wasser. Ja, sieht so aus, als wäre ein kleines Schiff irgendwie in Trümmer. Und auf einem der Trümmer hockt ein, ja, so sich daran festhaltend, irgendwie fast wie leblos wirkend, eine Gestalt. Gar nichts zu bereit, jetzt rüber gucken, wie gut kannst du schwimmen? Er springt. Okay. Springt einfach so. Jetzt zwei Mann über Bord! Ja, mach also das mal. Also das nur kurz hier den Waffengurt halt fallen, wo die Schwerter dran stecken, und springt dann ins Wasser. Ja, ich habe gerade festgestellt, ich bin doch gar nicht in Roll 20 drin. Werde ich jetzt schnell mal nachholen hier. Schnell wie ein Seil zusammenrollen und dann gucken, wo ich das ins Wasser werfen kann. Das eine Ende schon mal irgendwo in Relingknoten. Mhm. Dann macht der Borealas gleich mal, wenn ich jetzt sage, eine Probe auf Schwimmen. Ich habe quasi den Finger schon am Abzug. Ja, es muss erst noch laden. So. Guck mal, alle sind schon da, nur ich nicht. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ich habe es ein bisschen gesteigert, weil wegen, ne? Und Piraten und so. Wegen Piraten und so, alles klar. So. Ja, dann würfel doch mal. Ja, Wunderbärchen, glaube ich, oder? Was war, wo war Schwimmen? Gewandtheit, drei Erfolgsgrade. Drei Erfolgsgrade, ja. Wie ein Olympiaschwimmer, was auch immer Olympia ist, krault Borealas durch den, durch die Wassermassen, durch den Regen. Und kommt bei diesem Trümmerfeld an, was da auf dem Wasser treibt, taucht unter dem ersten Balken drunter weg, weil es dann schneller geht, und erreicht dann dieses große Holzstück, auf dem die Gestalt sich an das sich die Gestalt daran klammert. Und Feder kann mal beschreiben, was Borealas da sieht. Auf den ersten Blick viel Stoff. Also da ist jemand in viel Stoff gekleidet, auch in so, hat Tuchform Gesicht auf dem Kopf, was allerdings verrutscht ist. Dort, wo die Ärmel an den Armen hochgerutscht sind durch das Festklammern und ähnliches, siehst du verbrannte Haut. Also so ein richtig starker Sonnenbrand. Dort, wo das Tuch das Gesicht nicht bedeckt, ebenfalls. Ja, und ansonsten hast du das halt, du merkst halt, dass der Stoff die Gestalt echt nach unten zieht. Aber sie ist auch ziemlich entkräftet und kann nur so, hat sich so halb auf das Holzstück drauf geworfen, was halt der einzige Grund ist, warum sie überhaupt noch schwimmt. Andernfalls wäre sie schon längst untergegangen. Habe ich schon mal von Novadis gehört? Vermutlich eher. Musst du mir sagen, ob dein Charakter das von Novadis gehört hat. Oder soll ich das wissen? Vermummt. Ja, wobei, vermummt. Hm. Jeder, der in Stoffbaden gehüllt, vermummt, sich in die Hitze begibt, ist sowieso nicht mehr zu retten auf Marazkan. Also, dann würde ich mal gucken, ob sie noch, also ob sie von irgendwas direkt runtergezogen wird, also wie schwer die Klamotten jetzt tatsächlich sind. Ja, wahrscheinlich mit Wasser vollgesogen. Ja. Also, sie ist bestimmt doppelt so schwer, wie sie eigentlich ist. Ja. Ansonsten ist die Gestalt allerdings, wenn du jetzt näher kommst, sehr, sehr, filigran, also sehr grazil. Ja. Ah, okay.
Dann würde Borealis sich die Gestalt mal schnappen, also vorsichtig von dem Holzstück lösen und dann quasi wie ein Rettungsschwimmer festhalten. Mhm. Und die Gestalt zurück an Bord bringen wahrscheinlich. Yep. 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 Ja. Gut, dann mach doch noch mal eine Schwimmprobe erschwert um 1, weil du jetzt diesen blinden Passagier quasi an Bord deiner Schwimmmanöver hast. Aber auch das gelingt dir mit mindestens 3 Qualitätsstufen. Ohne Probleme. Und ja, du bringst die Gestalt zum Schiff und man hieft euch an Bord. Ja, ich würde auch ans zweite Ende des Seils so eine Schlaufe machen, wo man sie dann quasi unter den Armen so einhaken kann und den Körper. Mhm. Ja, und dann schwingt sich Borealis quasi an der Reling mit einem halben Salti nach oben einfach. Ja, ich bringe das Wasser fürs nächste Deckschrubben mit. Auf jeden Fall, ja. Da schwimmen ein paar Ballen Stoff mit Haut. Der schmunzelt, als er überschwingt. Geht es, ihr habt ihr Impuls gefühlt? Wird mal Puls fühlen. Guck, ob sie atmet. Ich bin nicht so gut darin, Leute zu verarzten. Er schmunzelt leicht. Ich verstehe. Ja, Puls ist da. Atmet ein bisschen schwer. Hat vielleicht Wasser eingeatmet. Wer weiß das schon? Ich weiß nicht, wie genau du sie dir ansiehst, aber sie sieht zerrauft aus. Also je nachdem, ob du den Stoff so ein bisschen beiseite schießt, siehst du Blessuren. An einigen Stellen ist der Stoff zerschnitten. Sie scheint in einen Kampf verwickelt gewesen zu sein. Ja. Heilen habe ich nichts da, aber ich würde dann einfach mal unsere Travia-Priesterin beirufen. Ja. Du hast ja, hast du sie auch angesehen, Nasir? Ja, wie gesagt, ich hab nichts direkt zum Heilen dabei, aber ich könnte jetzt, je nachdem, was du sagst, Heilkunde, Krankheiten. Ich wollte nur wissen, ob du sie die angesehen hast oder ob du erst nur daneben gestanden hast, einfach so nur grob geguckt. Nee, klar habe ich sie mir angesehen. Dann erkennst du sie auf jeden Fall, weil sie dir auf jeden Fall bekannt vorkommt. Das Gesicht kennst du, das ist die Elfe, die ihr auf der Suche nach dem Schwert kennengelernt habt, die euch in den Gemäuer Beorn hinterhergelaufen ist oder beziehungsweise mit diesem Sprung über die Kluft Beorn hinterhergesetzt ist, als ihr denn das Rennen um das Schwert verloren habt. Beim großen Avis, Fianna, komm schnell! Was ist denn? Was ist denn? Schau mal, wen wir hier im Wasser gefunden haben. Eine alte Bekannte. Ich bin Leilat? Ich stupse sie so an. Bist du es wirklich? Ja, sie kommt langsam wieder zu sich, hustet erstmal tatsächlich Wasser aus. Obwohl das glotzt nur. Ja. Erste Elfe, die er in seinem Leben sieht. Spitze Ohren. Ja, halt die Frage, müsste man da irgendwie so ein bisschen auf den Brustkorb drücken, dass Wasser rauskommt, deswegen meinte ich ja, wegen was du da willst, Heilkunde Wunden oder Krankheiten. Ja, mach mal Heilkunde Wunden. Das ist schön. Ah, das sieht gut aus. Doch nicht? Da habe ich genau eine QS. Eine QS, ja. Ja, das wird, glaube ich, reichen, um zumindest grob das Wasser irgendwie aus der Speiseröhre, aus der Luftröhre noch rauszukriegen. Schnell, wir brauchen einen Wasserschlauch, einen Eimer Wasser und Lappen. Das Salzwasser muss von der Haut runtergewaschen werden, dass es nicht noch mehr angreift. Und ja, siehst du auch, wie gesagt, ja, die Verbrennung, also diesen extremen Sonnenbrand auf der Haut. Gerade regnet es, ne? Es regnet gerade, ja.
Ah, gut, okay. Ja gut, dann ist das Salzwasser hier runter, aber für die Verbrennung Melkfett oder Tran oder sowas. Ja. Shaya läuft und holt auf jeden Fall Salben. Noch besser. Ja, und sie zieht sie wahrscheinlich unter Deck, wo man sie besser wie behandeln kann. Und Shaya reibt sie mit so einer Tran-Salbe ein. Sanja Salatilor. Was macht ihr hier draußen auf dem Meer? Eilert. Diesen Dulbian Bären verfolgen. Hey. Wer hat euch so zugerichtet? Herr, sie reibt sich mal die blutende Nase. Was denkst du? Wenn das ein Ratespiel wird, würde ich sagen, Menschen, die euch nicht wohlgesonnen sind. Ich warte auf... ich warte auf... Boot... von Bären. Mich versteckt. Wollte Seflanatil holen. Sie mich gefunden. Guck mal so links und rechts, ihr hattet wohl wenig Erfolg. Ja. Vajia war nicht erfolgreich. Sache richtig, Leute, habt ihr Glück, dass ihr noch lebt, oder? Sie hatten ihren Spaß daran, mich über Bord zu werfen. Nachdem seine Ware mir hat Mandra geraubt, haben mich über Bord geworfen, dass Zerza mich findet. Ich glaube, das ist dein Spezialgebiet, Fianna. Was? Ja, aber Zerza hat sie nicht gefunden. Wir haben sie ja gerettet. Ja, ja, aber Mantra geraubt? Ja, das weiß ich auch nicht, wie sie das gemacht haben. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich mal Magiekunde würfeln, ne? Oder kriege ich das so hin? Ja, kannst du mal machen. War sowas von... Eine glückliche Probe. Ja, muss ich dir bestätigen, muss ich dir jetzt nicht, ne? Nee. Das ist ja Quatsch. Aber mit 4 QS. Ja. Plus Crit. Ja, du weißt, ja, trotz der super glücklichen Probe, nicht ganz genau, wie, weil du warst ja nicht dabei, wie das passiert ist. Dir fallen aber auf Anhieb so ein paar magische Thesen ein, die, dafür verantwortlich sein können, dass man magische Kraft oder die Astralenergie, wie du es nennen würdest, das Mandra, wie die Elfen es nennen, irgendwie aus einem zauberfähigen Wesen herausquetschen, herausziehen oder bannen kann. Die Praios-Geweihten machen das mit einer Art also göttlicher Kraft. Es gibt Bannstaub, der das machen kann. Also es gibt Artefakte, es gibt Zauber, es gibt variable Wege, wie das vonstatten gegangen sein kann. Und da ihr ja auch wisst, dass mit Belaska eine Magierin irgendwie an Bord von Beons Schiff ist. Ja. Ja, wobei weiß ich, ob diese Dinge einen kurzfristigen Effekt haben oder ist das bleibend? Also regeneriert sich das dann normal wieder nach einer Zeit oder ist es
Das irgendwie kommt da, das kommt darauf an, was sie gemacht haben. Also wenn sie einen Preios-Geweihten dabei hatten, der per göttlichem Wunder ihr die magische Kraft ausgebrannt hat, dann wird das wahrscheinlich auf Dauer sein. Aber nach allem, was ihr von Beorn wisst, ist das relativ unwahrscheinlich. Wird der keinen Preios-Geweihten dabei gehabt haben? Nee. Ja. Okay, ja, dann würde ich sie auch noch so ein bisschen zusammen mit Shaya irgendwie versorgen und ihr zureden dann auch, dass ich glaube, dass sie ihre Kraft zurückbekommen wird und dass sie sich ausruhen soll. Und ich würde mal auch gucken, dass wir irgendwie sie mit ein bisschen Flüssigkeit versorgen, irgendwie ein bisschen, jetzt nicht gleich sofort, weiß ich wie viel, aber erstmal, dass sie ein bisschen die Lippen sich benetzen kann. Wahrscheinlich, wenn sie jetzt zu viel auf einmal trägt, wird sie sich übergeben oder so, aber dass sie vielleicht irgendwas mit beruhigender Wirkung, so eine Art, ich bin jetzt gerade, was aventurische Flora angeht, nicht so eine Art aventurischen Kamillentee oder so. Ja. Shaya wird bestimmt ein paar Kräuter irgendwie in ihrem Inventar haben, die du nutzen kannst. Du selber hast jetzt da nicht sonderlich geshoppt in Boran oder so, dass du da irgendwie was in deinem Inventar hattest. Aber Shaya hat bestimmt sowas mit dabei und kann dir helfen, so einen wohltuenden Tee zu machen. Und ja, Layla hat es, tut in der Tat gut. Und langsam kehren die Kräfte auch wieder und es wird warm durch das Feuer, was nie gemacht wurde, und das tut gut. Auch wenn der Sonnenbrand natürlich ziemlich wehtut noch und die Schnittverletzungen und. Ja. Ich beginne mich erstmal aus den weiten Klamotten zu schälen. Und wo dann unter der weiten, sehr abdeckenden Obergewandung eine relativ eng anliegende Untergewandung rauskommt, die halt große Bewegungsfähigkeit ermöglicht. Also so eine Wickeltunika, enge Hose. Aber ja. Alles halt normalerweise unter diesem großen, weiten Stoff, den sie halt als Schutz trägt vielleicht. Mhm. Da sieht man halt auch, dass sie anscheinend wirklich in mindestens eine Schlägerei, wenn nicht sogar eine heftige Debatte mit Schwertern sie hatte auf jeden Fall einen Kampf hinter sich, bevor man sie irgendwo ins Meer gekippt hat. Ja. Ihr wisst noch aus der kleinen spielerischen Auseinandersetzung, die Jalte und Leilat hatten, dass sie eigentlich eine hervorragende Kämpferin ist. Die weiß sich auf jeden Fall zu wehren, die Frau, ja. Ich würde sonst auch noch mal gucken, mit Heilkunde eine weitere Versorgung irgendwie zu machen, was ich irgendwie versorgen kann davon, irgendwie gut einreiben, irgendwie noch was verbinden, wenn sie da noch offene Wunden hat oder so. Ja, dann würfel auch noch mal. Das sieht gut aus. Ihr würfelt heute sehr gut. Das wären dann 3 QS, ja. Dann insgesamt kriegt Leilat dann irgendwie 4 extra Regenerationen bei der nächsten Ruhephase. Und der Rest irgendwie, ihr lasst sie vielleicht erstmal ein bisschen ausruhen. Oder sei denn, ihr wollt sie noch weiter befragen, was sie erlebt hat. Ich würde sie wohl ausruhen lassen und ich würde mich direkt daneben packen, weil ich auch sowas von alle und völlig fertig bin und Kopfschmerzen habe. Wie blöd, ich könnte mich jetzt eh nicht vernünftig drauf konzentrieren, was sie zu erzählen hat. Ja, ihr seid ich ja mach's alle mir noch, einfach neben ihr bequem. Seid ja auch alle noch und, ein bisschen mitgenommen, ja. Völlig, völlig erledigt. Ja. Und jetzt lege ich mich einfach daneben und hoffe, dass ich mal ein bisschen zum Schlafen komme, bis das nächste Chaos ausbricht. Wäre ja zu wünschen. Ja. Was macht Borealas? Er hat das erstmal ein bisschen beobachtet. Die scheinen sich ja zu kennen. Und wird sich
dann, also nachdem da quasi ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, mal ein Sunasir-Gesellen, dann so mit seinen normal bemerkbar, also er geht nicht absichtlich leise. Ihr kennt sie also. In der Tat, wir haben sie auf einem früheren Teil unserer Reise bereits kennengelernt, als wir auf der Suche nach einem legendären elfischen Schwert waren. Björn hat es geraubt und sie hat geschworen, ihn, ja, das Schwert von ihm zurückzubekommen. Ist und sie ist Freund oder Feind oder Verbündeter? Sagen wir haben die gleichen Ziele. Wiefern sie jetzt wirklich ein enger Freund ist. Schwierig zu sagen. Vertraust du ihr? Solange wir die gleichen Ziele verfolgen, wird sie alles tun, um uns zu helfen. Soweit kenne ich sie, aber... Da zeigt sich so wieder dieses hintergründige Lächeln auf seinem Gesicht. Mir recht überlege, genauso wie du, oder? Ich meine, wir kennen uns jetzt ein paar Tage. Sind wir deswegen Freunde? Es gibt doch nichts über gemeinsame Erlebnisse. Richtig, erst diese schweißen zusammen und schaffen Vertrauen. Grundlegendes Vertrauen ist zu dir da und in dem Fall auch zu ihr. Wenn die Geister des vergessenen Volkes den Wolf heimsuchen. Dann ist was? Es ist doch schön, wie eingängig und einleuchtend Prophezeiungen sind. Ja. Welche Prophezeiung? Mischt sich Shaya jetzt ein? Kranz wird so ganz hellhörig, so Prophezeiung. Das ist mein Stichwort. Die Prophezeiung meines Ordens. Ah. Und die wäre? Er schließt die Augen. Wenn altes Übel erneut seine Krallen ausstreckt, wenn Schlange und Adler gemeinsam den Nordwind reiten, wenn die Geister des vergessenen Volkes den Wolf heimsuchen, wenn der Schrecken den Meere, den Wulf an die heilige Küste treibt, dann soll einer des erwählten Volkes hervortreten in des toten Schreckens Schlund, wo Licht und Schatten verborgen den wahren Weg zeigen. Nimm an, Bruder, Schwester, den Weg von Leben und Schönheit, um zu beweisen, dass du würdig bist für den Weg der Geschwister. Diese Prophezeiung gibt es seit Gründung des Ordens. Das... Naja, Elfen sind in der Tat ein altes Volk. Deswegen offenbarte ich mich euch erst, da ihr ganz offensichtlich all das schon erlebt habt, was in der Prophezeiung steht. Deutet mal so mit dem Daumen nach hinten, einschließlich des in des toten Schreckens Schlund. Ja, dieses grausame, dieser grausame Ort. Du dienst Schwester Travia? In der Tat. Wir müssten irgendwem sagen von diesem Ort. Irgendwie. Irgendjemand muss doch diesen Schlund schließen. Das ist ja fürchterlich.
Manche Probleme lösen sich von selbst. Er blickt mal da so ganz weit entfernt, wo so ein Kriegsdreimaster entlang fährt. Dann Florian lässt Shaya auf die Schulter. Heimat ist da, wo das Herz ist. Ein guter Spruch. Geht dann unter Deck und setzt sich genau auf die Treppe, um die beiden Frauen zu beobachten. Welche beiden? Fiana und Leilat. Ah, okay. Ja, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Und Fiana wollte ja mit Leilat noch quatschen, ne? Oder wolltest du erstmal Ich wollte erst mal einfach dort daneben liegen und schlafen. Ausruhen. Dann ruht ihr euch irgendwie. Nasir hat auch die Möglichkeit, sich auszuruhen. Borealas kann die schlafenden Frauen beobachten. Ist ja schön creepy, aber naja. So ist er halt. Irgendwann irgendwie so ein Tritt Raluf von hinten an Borealas da dran, meint so: Borealas. Dreht sich so halb um. Hallo Berg. Hast du keine Schlafkoje? Ich kann überall schlafen. Vielleicht solltest du das tun. Weil wenn du schläfst und nicht stierst, können Fianna und die Elfe besser schlafen. Nun, wenn der Berg sich zum Propheten begibt. Dann? Und Forella steht auf, lässt den Satz unvollendet und klopft ihm auf den riesigen Bizeps. Ja, Berg. Und sucht sich dann eine Schlafgelegenheit. Ja. Ihr könnt regenerieren, wenn ihr müsst. Ja, vielleicht einer nach dem anderen. Nicht, dass wir irgendwie jetzt hier alle durcheinander würfeln. Aber Fiana fängt einfach mal an, damit wir das auch alle mitkriegen hier. Perfekt. Das ist jetzt für Lebenspunkte oder für Astralpunkte? Astralpunkte. Lebenspunkte hatte ich keine verloren. Keine verloren, okay. Muss Nasir welche regenerieren? Nee. So, Borealas, musst du welche regenerieren? Du hattest aber, Nasir hatte aber Kamalpunkte verloren, ne? Oder nicht? Du hast auf jeden Fall ein Wunder gewirkt, also eine Liturgie gesprochen. Dieses mit dem Geschwindigkeitsding. Ja, stimmt, genau. Da wirst du wahrscheinlich regenerieren müssen. Mhm. Und Leilat kann auch mal würfeln. Zuerst für Lebenspunkte, das sieht nicht so gut aus, aber für Astralpunkte, das sieht umso besser aus. Ja. Ich sag mal, du warst auf Hälfte der Lebenspunkte runter und keine Astralpunkte natürlich. Ne? Gut. Ja, ihr schlaft einen sehr guten, erholsamen Schlaf. Wie gesagt, Leilat kriegt plus 4 nochmal extra auf ihre Lebensregeneration dazu. Und ja, ihr werdet aber trotzdem relativ unsanft geweckt von einem weiteren Alarmsignal von oberhalb des vom Bord, vom Oberdeck. Was? Caretias! Ich dachte schon, ich müsste eine neue Weisheit begründen. Wenn Elfen tief im Wasser treiben, regnet das Mittelreich. Ja. Einer der Matrosen kommt, steckt so den Kopf so in eure, in euren Schlafraum irgendwie rein und meint dann so, schnell, an Deck. Ja, wir kommen. Und wenn ihr dann wenn ihr nach oben lauft, seht ihr, dass der Himmel nicht mehr so bewölkt ist. Es ist kurz nach Sonnenaufgang, würdet ihr sagen.
Und ja, ihr seht ziemlich nah bei euch schon zwei garizianische Galeeren. Und zwar nicht welche von denen, die ihr bis jetzt schon gesehen habt, diese schweren Kriegsschiffe, sondern etwas leichtere, kleinere Schiffe. Und die auf jeden Fall in der Lage wären, ja, die Tiger von Maraskan ja auch in die Gewässer zu verfolgen, wo ihr den garetischen Galeeren bis jetzt immer entkommen konntet. Also anscheinend haben sie Verstärkung gerufen. Ja, und ja, man beginnt auch schon mit Beschuss. Also ihr habt kaum, dass ihr an Bord seid, müsst ihr schon den Kopf einziehen, weil eine Pfeilsalve irgendwie sich über das Deck ergießt. Irgendwann mussten sie ja mal ihren begrenzten Verstand benutzen. Ja. Ja. Ja, ich gucke, ob der Captain an Bord ist. Der Captain steht irgendwo oben am Steuer und brüllt Befehle. Gibt Manöverbefehle und ihr dreht halt, versucht irgendwie euch mit dem Wind schneller fortzubewegen. Allerdings haben die sich anscheinend in der aufgehenden Sonne gut verstecken können, dass ihr sie erst relativ spät gesehen habt. Und die sind schon sehr nah dran. Also ein richtiges Entkommen wird nicht. Es wird wahrscheinlich auf eine Seeschlacht hinauslaufen. Würde ich mich mal irgendwo hinknien, ducken hinter der Reling, wo mich die nächste Pfeilsalve nicht sofort erwischen kann. Mhm. Und würde ein Gebet beginnen. Großer Zugvogel, Herr Aves, weis uns einen Weg aus dieser scheinbar unmöglichen Falle. Rette deinen Jünger und auch dessen Freunde vor dem Zorn der Angreifer. Und ich würde einfach mal schauen, ob ich mit göttlicher Fingerzeig irgendwas rausfinden kann, was wir jetzt tun können. Ja. Unter ist halt nur eine QS, aber... Eine QS? Was macht denn dieses Ding genau? Das ist jetzt quasi Meisterentscheid, was du mir für einen Tipp gibst, wie wir die Situation, in der wir gerade sind, regeln können. Also, weiß ich, fällt mir irgendwo noch ein seichteres Riff auf oder... Mhm. Wer ist gerade in der Nähe von Nasir? Naja, also wenn die Frauen nicht gerade hochgerannt sind, könnte ich das sein. Also ich bin ja eh sofort an Deck. Ja, dann ist Borealas neben Nasir. Nasir, wie sieht das aus, wenn du da du hast ja gerade schon irgendwie Zugvogel, gib mir, was hast du gesagt nochmal? Also wie sieht das aus, wie du das dann machst? Ja, weise mir den Weg und dann würde ich irgendwie wahrscheinlich sagen, dass mein Arm unkontrolliert hochschnellt oder mein Kopf unkult in eine Richtung ruckt, wo halt dieser Weg des Fingerzeigs sein könnte. Mhm. Ja. Borealas kniet neben dir und ja, dein Kopf ruckt Richtung Borealas. Du nimmst du den Arm und legst ihn so auf Borealas Schulter und schaust ihm so direkt ins Gesicht und sprichst dann die Worte, die ich dir jetzt gleich mal hoffentlich irgendwie schicken kann. Dann kannst du die auch sagen. Moment. Ich hoffe, das kann ich hier vernünftig machen. Nutze das Opfer. So. Nutze das Opfer. Ja, Kopf zuckt dann. Du kriegst das gar nicht richtig mit, was du da sprichst, ne? Deswegen, also bist du momentan ausgeblendet. Ja, genau, deswegen ja so in einer Trance-Zustand. So, wo die See, die weder Meer noch Land ist, Schiffe hortet, zwei alte Meister gefangen in den des herrenlosen Sklavennetz. Schärft der geschuppten Herrn der Meere Waffen gegen des Kelches Räuber, auf das der Fenfer Erbe Schlüssel zurückkehre in die verlorene Stadt. Singt dann so nach vorne. Und die weitere Pfeilsalbe schlägt irgendwie
neben Borealas ein. Sie hätte euch beinahe getroffen, aber einige der Torvaler haben ihre Schilde nach vorne gerissen und haben gerade in dem Moment, wo Nasir diesen Spruch aufgesagt hat, quasi ihre Torvaler Rundschilde über euch gehalten und da schlagen die Pfeile drin ein. Ich starrt sie mit großen Augen an. Ja, Jalte und Ralofer mit dem Schild und nicken dir so zu und zwinkern, ziehen dann die Axt und brüllen Verwünschungen gegenüber dem anderen Schiff hin. Was passiert, Borealas? Naja, du bist ein weiserer Mann, noch ein weiserer Mann, als ich dachte. Und das geht? Nein, wieso? Jetzt kommt schon Prophezeiung aus deinem Mund. Ich dachte, das wäre das Hauptbetätigungsgebiet unserer Travia-Geweihten. Wieso? Was habe ich gesagt? Wo die See, die weder Meer noch Land ist, Schiffe hortet, zwei alte Meister gefangen in des herrenlosen Sklavennetz, schärft der geschuppten Herrn der Meere Waffen gegen des Kelches Räuber, auf das der Fenwar Erbe Schlüssel zurückkehre in die verlorene Stadt. Ja, ich duck mich dann irgendwie nochmal so ein Pfeil, der gerade durch den Planken schlägt. Das hilft uns jetzt nicht. Verdammt, ich wollte einen Weg hier raus. Na, vermutlich hast du ihn. Tja. Ich weiß da draußen jetzt gerade keinen Kurs. Sagt dir das was? Was diese verlorene Stadt ist, oder? Es gibt die ein oder andere verlorene Stadt, die bestimmt irgendwo auf der Insel, aber in dem Moment rammt eines der Schiffe euer Schiff und es wird durchgeschüttelt und die ersten Leute springen euch an Bord und werden von der Mannschaft in Empfang genommen und es fangen wilde Kämpfe rechts und links um euch auf, Mann. Das klären wir später! Ja, ich wollte gerade sagen, also da kann ich dann ja nun auch nicht irgendwie unter Deck bleiben und pennen und alles. Jetzt stürme ich dann auch mal mit gezogenem Schwert aufs Deck. Ja, die Magie ist alle. Ich muss jetzt gezogenem Schwert. Profan. Ich muss jetzt profan kämpfen. Magie ist alle. So. Ich komme mit. Ja. Frage an euch, wollt ihr... Waffen unter Deck? Es gibt bestimmt Säbel, ja. Ja. So, ich mach mal hier Garethiana. Würfelt doch alle mal Initiative. Scroll it. Und dann schreibt mir bitte in den Chat, welche Initiative ihr habt. Ach, genau, doch, war ich nicht. Der Geist von Mira wirft sich den Feinden entgegen, jawohl! So, dann haben wir hier Nasir mit 22 und Borealas mit 20 und Lailat mit 17 und Fianna mit 16. Okay, dann ist zuerst dran der Nasir. Der Flinke. Ja, dann springt er natürlich aus seiner knienden Position auf, als die Männer an Bord kommen, reißt sein Rapier auf der Scheide und würde dann einen, der gerade wahrscheinlich irgendwie Axt oder Schwert oder Entermesser erhebt, quasi so in der offenen Deckung von vorne versuchen, in die Brust zu stechen. Also es sind keine Äxte, die sie da schwingen, das sind Säbel. Das sind ja zivilisierte Truppen des Mittelreiches. Und keine Torwaller, die euch da angreifen. Oh nein, jetzt sind wir erledigt. Jetzt haben wir verloren. Okay, ja.
Ich schau mal, ob ich durch die... Oh, zwei Würfel gleich. Aber direkt mit Schaden auch noch, okay. Genau. Ja, ich darf aber schon noch verteidigen, ne? Also... Klar darfst du verteidigen. Ja. Ja, also dein Rapier wird von dem Säbel gut abgefangen. Das hat er, achso, vom Säbel direkt, okay. Mhm. Dann ja, drehe ich dann unter dem der Säbelparade den Rapier nochmal hoch und mache so einen Rückhandschlag nach oben, der so mindestens ja, dann nochmal Schaden machen soll. Hast du eine zweite Attacke mit? Ja. Ah, super, okay. Ja, trifft dann auch und darf Schaden. Ich habe eine 1 geworfen, ey. Boah. So, warte, der kann ja noch versuchen, sich zu verändern. Natürlich schlechter. Ich habe jetzt gelernt, dank den Kommentatoren unter dem Kling in der Nachtstream, dass der Abzug nur minus 3 ist. Bei der zweiten Parade. Ach, guck mal. Genau, minus 3. Ja. Und schafft er auch den zu parieren. Dumme Sau. Mittelreichischer Elite-Soldat, der hier da gegenübersteht. Der Captain. Der Captain, ja. Man weiß. Ja, und ja, kein Problem. Mach ruhig. Und wir gehen weiter zu Borealas. Ja. Der würde dann quasi auf den ersten Soldaten im vollen Streckenlauf zurennen, um dann mit Schnellziehen während des Laufs, also kurz bevor er ihn angreifen würde, erst die Klingen ziehen. Mhm. Und ja. dann mache ich mal zwei Attacken direkt hintereinander. Gib ihm! Beitenier Kampf läuft for the win. So. Die muss ich ja einzeln würfeln. Spurt nach vorne, zieht die Waffen und trifft. Ja. Theoretisch. Ich sag ja, mittelreichische Elite-Soldaten hier unterwegs. Moment. Das ist schon direkt der Hieb von... Ja, Klingen. Mittelreichische Elite-Soldaten. Das operiert ja erst die Klinge, hat die so, dann lässt er den Nachtwind mit der anderen Hand einmal schnacken und versucht, über den Bauch zu ziehen. Ja. Was gelingen würde. Okay, Moment. Er versuchte nach hinten wegzuspringen. Ah, schafft das aber nicht. Das hat er nicht kommen sehen, dass hier alle zweimal angreifen können. Das macht man im Mittelreich nicht so oft. Das ist unehrenhaft, sowas. Gibt's ja nicht. Ja. Hui. 10 Schadenspunkte für den Kerl. Über den Bauch. Okay. Ja, kippt so leicht vornüber und hält sich so den Bauch, wo du eben den Nachtwind irgendwie drüber gezogen hast. Und der ist ja beidseitig geschliffen, dieses Mistding. Ja, fies, ne? Und Leilat ist dran mit ihrer improvisierten Säbel. Ich weiß nicht, wie gut Leilat mit Säbeln ist, aber... Das müsste eine Hiebwaffe sein, oder? Säbel kann man auch als Hiebwaffe führen, ja. Ja. Ich habe jetzt Schwerter oder Hiebwaffen im Angebot. Eins von beiden. Ginge beides. Dann nehme ich Schwerter und ich erschwere mir meine eigene Attacke um 4. Ich gucke gerade nochmal nach, aber ich meine, Säbel als eigenes gibt es inzwischen nicht mehr. Moment. Ne, ja, Schwerter oder Hiebwaffen, ja. Okay, ich erschwere mir meine eigene Attacke um 4. Mhm. Ja, definitiv. Das heißt, du machst Wuchtschlag 2 oder was? Nein, ich führe einen präzisen Stich gegen den nächsten Gegner aus, der mir vor die Flinte läuft. Ein präziser Stich. Das wollen den Zuschauer natürlich wissen, was du genau an Manövern machst, ja? Der Spielleiter auch. Hust. Komm, wahrscheinlich gerade die Treppe hoch. Bin also in so einer halb geduckten Raubkatzenstellung. Mhm. Und der erste Gareta-Soldat, der sich dann in den Kopf gesetzt, ach, ich geh jetzt nach unten und räum da mal auf, wird dann von unten von mir angesprungen, wobei ich dann von unten gegen seinen Brustkorb, gegen die ungeschützte Kehle oder gegen die Arme, also gegen hier, ziele. Ja, der hat damit nicht gerechnet, dass ihm da ja noch jemand entgegenkommt und ja, du triffst mit voller Wucht.
Ja, dann brülle ich mal Hayakai und mach Schaden. Und jetzt kriege ich plus 4 auf meinen Schaden, was ich brauche. Dann mache ich nämlich 5 Schaden. Yay. Leila ist angeschlagen, der geht's nicht so gut. Ja. Okay. Das nächste ist Fianna dran. Ja, und ich würde auch gerne eine Attacke würfeln. Mhm. Da steht ja bestimmt irgendwer auch bei mir in Reichweite. Ja, ein mittelreichischer Seesoldat schneißt sich dir mit seinem Säbel entgegen. Attacke gelingt. Mhm. Er versucht das mit seinem Säbel zu parieren. Schafft das aber nicht. No? Da kommt er. Okay. Ja, da ist er. Ich musste nur eben kurz gucken. Es ist plus 4, dann 8 Schaden. Trefferpunkte. Mhm. Moment. 8 Schaden. Zieht dem den Säbel einmal quer über den Brustkorb. So. Gerade mal kurz gucken. Hier ist gerade die Werte für die Säbel gar nicht, wie sie momentan sind. Seesäbel, da haben wir es doch. Ist eigentlich sogar ein Schwert, Leila. Hast du aber Schwerter auch genommen, ne? Hm? Du bist gemutet, wenn du was sagen willst gerade. Macht er auch Schaden wie ein Schwert? 1W6 plus 3 macht er. Achso, ja, dann kommen die 3 noch dazu. Ja. Sie zu den 5, also 8 habe ich insgesamt gemacht. Ah, sehr schön. Gut. Dann schreibe ich mir das eben mal auf. Mhm. 1, 3, okay. Und du bekommst in beengter Umgebung 2 Punkte weniger Abzüge auf Attackparade. Aber momentan ist das noch nicht der Fall. So, dann sind die Soldaten dran, die euch da gegenüberstehen. Moment. Zack. Der erste attackiert Nasir. Jupp. Und würde ihn treffen mit dem Säbelhieb. Normal. Aber Nasir pariert. Ja, der Rapier und der Säbel knallen aufeinander. Und Nasir zieht ein gekonntes Verteidigungsmanöver ab und kann den wuchtigen Schlag des Seemanns parieren. Und der nächste Soldat kämpft gegen Borealas und macht einen Wuchtschlag und ja, schlägt an Borealas vorbei. Und der Soldat bei Leilat trifft sie auch nicht. Und der Soldat bei Fianna trifft auch nicht. Mittelreichische Elite. Danke, das war hilfreich, genau. Oh. Jetzt macht ihr euch ja noch lustig über die Gegner, oder was? Ich sag gar nichts. So, platzt die Tür dafür, dein schwer gerüsteter weinender Krieger. Nein. Wer will sich mit Talion anlegen? Alle Fundleute gleichzeitig wir. Ja. Das könnte interessant werden. Ja. Okay, dann ist jetzt wieder der gute Nasir dran. Gerade mit einem gekonnten Rapier-Parade den Säbel pariert. Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Mal gucken, was du dazu sagst. Versucht er wieder einen geraden Stich nach vorne.
Mhm. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Vielleicht ouch. Vielleicht. Nee, er pariert das. Jetzt geht das schon wieder los. Der zweite. Einmal bestätigen, bitte. Beziehungsweise hoffentlich nicht bestätigen. Mhm. Also für dich jetzt. Ist Feder aus dem Protentier rausgeflogen? Eine nicht gelungene Parade. Also bestätigt. Gott sei Dank, würde ich sagen. Ne? Nicht gelungen heißt ja bestätigt, oder? Also hast du den Patzer oder hast du ihn nicht mit deiner 15? Ja, genau, richtig. Wenn, das wäre jetzt noch mal die Frage. Beim Patzer, wenn die Parade nicht gelungen ist, ist der Patzer bestätigt. Genau, ja. Ja. Also hast du eine 22 würfeln. Ja, dann habe ich einen Patzer. Dann frage ich dich, möchtest du Tabelle würfeln oder willst du Grund haben? Also den Grundschaden nehmen? Ich nehme den Grundschaden, bevor mein Rab hier zerbricht oder so. Ein D6 plus 2 Schadenspunkte. Oh, das ist falsch. Ich habe meinen Roll vergessen. Das sind 6 Schadenspunkte, die Nasir sich durch den Patzer selber zufügt. Kannst du ja mal beschreiben, warum, was gerade passiert? Ja, dann pendelt der mich wohl aus. Ich stolper über meinen eigenen Fuß, drehe den Rapier nach unten und ramme mir den Rapier stechend durch die Wade. Au, 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 au. Das tut doch weh, warum machst du sowas? Weil er es kann. Ja. Ja. Borealas. Was trägt denn der für eine Rüstung, der Typ eigentlich? Der trägt eine leichte Rüstung. Ist der auch an den Beinen gepanzert oder nur der Oberkörper? Nein. Okay, aber, aber mit gezielten Trefferzonen arbeite ich nicht, deswegen. Naja, das ist jetzt nur so. Dann würde ich das. Würde ich gerne mit der ersten Attacke Rurozat einsetzen und ihm mit einem Tritt versuchen, die Kniescheibe herauszutreten. Ja. Das tut schon beim Zuhören weh. Die ist um 2 erschwert, die Attacke. Eine Parade ist normal. Mhm. Die gelingt mir. Er versucht natürlich auszuweichen. Nee. Sowas von okay, nicht. Okay, dann, da das Ruhe satt ist, keine Panik. Das sieht jetzt nur viel aus, aber ich darf ja einen besseren Würfel nehmen. Von beiden für den Schaden. Wow, Wahnsinn. Hm. Dann sind das. So, muss ich. Dann kommt jetzt der eigentliche Schaden. Plus 2. Dann kriegt er 7 Schaden gegen die Kniescheibe. Ja, knickt so mit dem Knie weg. Ah! Als zweiter Attack ist, wenn er halt nach vorne geht, würde ich dann die Klinge herumreißen und gegen die Kehle schlagen. Mhm. Banner. Also mit dem Schwert, ne? Richtig. Würde treffen. Ja, er versucht nochmal zur Seite zu springen oder so, sich seine Kehle zu schützen. Schafft das aber nicht. Okay. Acht gegen den Hals. Ja, der fasst sich so den an die Kehle, fällt nach vorne in deine Richtung. Sprudel, sprudel, sprudel. Ja. Und Lailat ist drin. Ja, Lailat setzt jetzt zu einem Klingensturm an. Und da Discord mich eben rausgekickt hat, musst du mir nochmal sagen, wie viel ich jetzt erschwert kriege wegen beengter Raum? Gar nichts. Gar nichts, okay. Nee. Gut, dann ist es nämlich nur um noch minus 2 erschwert. Noch kämpfst du nicht im beengten Raum. Aber falls du würdest, wäre das halb nur 2. Ja.
Auch das würde treffen für die erste Attacke. Ich darf nämlich jetzt in einer Aktion zwei Attacken durchführen. Ihr könnt alle so oft attackieren hier. Krasse Sache. Aber ich pariere sowieso nicht. Ja. Okay. Also der, was heißt ich? Ich bin ja gar nicht da. Also der Soldat, der mittelreichische Elite-Seesoldat. Vor dir. Das heißt, der dich mit einer Mischung aus Verachtung und Überraschung gerade ansieht. Na, und dann mache ich jetzt ein D6 plus 3. Würde ich an seiner Stelle auch aufmachen. Er kennt mein Kommando nicht. Okay, dann machen wir das so. Da kommen jetzt noch 3 drauf. Ja, wunderbar, die brauche ich auch. Also mache ich 4 Schaden mit der ersten Attacke. Wow. Das ist jetzt die dritte 1. Das gibt's doch nicht. Das wird besser werden, sobald der Arm nicht mehr wehtut. So, ja, das ist aber immer so in dieser Runde, dass die Helden Scheiße würfeln. Irgendwie hat das so Tradition. Ja, willkommen. Wenn das jetzt bei dir anders gewesen wäre, dann hätten wir dich auch nur ganz schlecht in unsere Gruppe aufnehmen können. So gehörst du genau zu unserer Chaotentruppe. Ja, zweite Attacke. Wunderbar. Ich darf ja nochmal. Mhm. Schauen wir mal. Nein, damit treffe ich nicht. Tja, ein Glück für den Elite-Soldaten. Er darf noch eine Runde leben. Fianna. Attacke! Gelingt. Attacke. Ja. Nicht pariert. Das macht dann Gloriode 6 Schadenspunkte, Trefferpunkte, Dixi. Mhm. Ja, das Schwert trifft deinen Gegner am Arm und macht ihm eine Verletzung. Und ja, der Gegner von Nasir ist dran. Attackiert Nasir. Mal gucken, bestätigen. Den hat es heute abgesehen. Nee, nicht bestätigen, nur ganz normal. Nein. Ihr reißt den Degen hoch und lässt die Klinge über den dünnen Rapier abgleiten. Ja, das ist ein ziemlich ebenbürtiger Kampf hier. Vielleicht hat Nasir wirklich den Anführer erwischt oder so. Vielleicht. Ja, Borealas hat gerade keinen Gegner mehr. Lailat, dein Gegner wuchtet einmal seinen Säbel mit einem Wuchtschlag in eine Richtung. Schön, dass dir das auch mal passiert. Aber nur ganz normal. Ein ganz normaler Fehlschlag. Ja. Mit Wucht ist der grazilen Elfe anscheinend nicht beizukommen. Und ja. Mal sehen, ob der Wuchtschlag, der gerade auf Fianna einprasselt, ähnlich erfolgreich ist. Was? Ja. Ist erfolgreicher als der andere. Aua! Wir fragen uns, ist ihre Angst größer, dass sie Schaden bekommt oder dass ein Steckbrief im Mittelreich von ihr rumgeht? Nein, hier, ich versuche heldenhaft zu parieren. Er hat doch Schwertkampf gelernt in der Akademie. Heißt nicht umsonst Schwert und Stab zu Gareth. Oder wir gerade gelernt haben, es ist momentan nicht in Gareth. In meinem Abitur sind sie schon immer in Gareth gewesen. Ja. Es ist nicht pariert mit einer 10, leider. Das heißt, ich darf extra Schaden machen. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass Borealas doch eigentlich mal so schlecht im Verbinden ist. Vielleicht brauchen wir das später. Das wär mir der sich freut, dass er mir wehtun darf, ne? Nicht ich, der mittelreichische Elite-Soldat. Behauptet er jetzt, ne? Ich muss heute wieder auf der Couch schlafen. In Bremen habe ich schlimme Dinge erlebt. Nein, lassen wir das. Guck mal, nur 7 Trefferpunkte. Nur, sagt er. Ja. Kleinigkeit. Ja, Nasir. Gegen den Anführer der. Bist ein würdiger Gegner, das muss man dir lassen. Aber auch du wirst vor der Gerechtigkeit von Arves fallen.
Och, hör doch auf. Die Gerechtigkeit von Ares. Erste Stich geht vorbei. Ja. Geht doch heim! Was ist denn los? Du solltest mit Gerechtigkeit und Armes vielleicht vorsichtig sein. Oh, ich darf dir nochmal Schaden machen, ne? Also du dir selber. Ja. Weiter, Vater. Oh Gott. Alter Schwede. Ich sehe schon, dass dieser Zufallsencounter, ja, also der macht euch jetzt hier voll platt. Guck mal, 7 Schadenspunkte. Vor allen Dingen. Leck mich. Wenn die Pfeile zu schlecht sind, dann müssen wir uns halt selber umbringen. Das ist halt. Ja. Nasirs Gegner brüllt ihm ins Gesicht: Du sollst nicht deinen Namen tanzen! Elender Verräter! Jetzt macht er sich das auch noch kriegst du zurück. Ja, Urialas. Sehe ich zufällig, dass er in Schwierigkeiten ist, also könnte ich ihm helfen? Oder für ich 9? Du kannst ihm helfen, ja. Okay. Dann würde ich gerne gegen den Anlauf nehmen und einen Sprungtritt in sein Kreuz machen. Mhm. Ja, während dem Laufen kann Borealas sehen, wie Jalte gerade einen der Soldaten so über sich hieft und über Bord schmeißt. Wo rohe Kräfte sinnvoll walten. Würde treffen in seinen Rücken. Ja, das ist natürlich geahnt, versucht zu auszuweichen. Ja. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Eine 1 und eine 2. Gott. Jetzt muss ich doch tatsächlich meinen kritischer Erfolg Nahkampfverteidigung. Was hat der für den Instinkt, du? Ja. Ein Passierschlag gegen den Gegner durchführen. Hoch! Er hat den Sprungtritt gemerkt und weicht aus und schlägt dann von oben mit seinem Säbel einmal auf deinen Rücken, trifft aber nicht. Jetzt, darum bin ich überrascht. Weicht instinktiv aus, holt mit dem Säbel aus, was er gar nicht tun sollte. Mhm. Ich hoffe, dass du Nasir nicht triffst. Dann würde ich... würde ich eine maraskanische Schere ansetzen und versuchen, ihm den Arm abzutrennen. Mhm. Ich würde treffen. Okay. Oder so quasi die Schwerter kreuzen. Ja, ich guck mal, ob er da noch ausweichen kann. Alter Schwede! Ich sag doch, das ist der Anführer von denen. Ja, leider aber nicht bestätigt. Das ist eine 9. Mit den Abzügen, das kriegt er nicht hin. Schade, das wäre jetzt nur winzig gewesen, nochmal ein Passierschlag hinterher. Aber so pariert er trotzdem. Ganz normal pariert. Ja. Ja. Dann kriegt er wirklich einen anerkennenden Blick. Ja, ist ja auch der Anführer. Natürlich hat sich das der Anführer ausgesucht, ja. Ah, ja. Schön. Ich glaube, ich probiere es nochmal mit dem präzisen Stich. Auf 2. Gucken wir mal. Das sieht gut aus. Ich treffe. Ja, das ist ja jetzt nicht der Anführer, Roll 20. Also das ist nur der ganz normale. Moment, der war ja schon angeschlagen, ne? Ja, hier. Dann schafft er seine Verteidigung nicht. Okay, dann kriege ich jetzt plus 4. Das heißt, plus 3 sind plus 7. Da der mein Makro nicht nimmt, rechnen wir plus 7. Yay, 12! Ja, beschreib mal, wie du den tötest. Ja, ich habe keine Lust mehr auf Spielchen, das heißt, ich attackiere jetzt einfach direkt seine Kehle. Mhm. Und dann, schneide ich ihm die Kehle auf. Oder
ja, ich glaube nicht, dass ich ihm den Kopf abtrenne, sondern schneide ihm die Kehle auf. So. Stoß ihn dann beiseite und suche mir den nächsten. Jo. Fianna. Oh, ich hab den hau ich zurück. Den hau ich zurück, den Blödmann, der mir wehgetan hat. Mhm. Lieutenant Conchobert. So. Hier, Attacke. Geschafft. Typ. Ja. Nee, keine Parade. 7. Yeah. Eine schwere Wunde klafft quer über dem Brustkorb eines mittelreichischen Seesoldatengegners. So, ja, der Lieutenant Conchobert. attackiert Nasir. Yep. Trifft aber nicht. Ich dachte gerade schon, ich habe schon wieder die 1 gesehen. Ne? Ja, ich auch. Man denkt, Nasir weicht gewandt aus, aber er knickt einfach nur ob seiner beiden verletzten Beine ein. Piek, piek. Ja. Okay, und dann haben wir noch einen Gegner bei Fianna. Ups. Das ist das Falsche. Mhm. Ups. Der trifft. Das ist der Stellvertreter. Ah, ich pariere! Bäm! Ja. Dann laufen zwei weitere Soldaten noch in eure Richtung. Und ja, ihr seht wieder, ja, wie Raluf und Jalte sich quasi durch ein paar Soldaten durchmähen und Feliasson und Inu gerade jemand mit seinem Speer aufspießt. Sogar Shaya gerade mit so einem Topf einem auf dem Kopf haut. So langsam hab ich den Dreh raus. Ja. Das ist irgendwie einer, der gerade so über die Reling klettern wollte und dann so pock wieder runter. Großartig, also meine, wie Nudelholz, beidhändiger Kampf. Nudelholz passt ganz gut zu Travia-Geweiden, finde ich. Ja, Nasir ist wieder dran. Mit zwei verletzten Beinen. Ja, genau. Atme schwer und versuche mich mehr oder minder so nach vorne fallen zu lassen. Oder ich habe vielleicht irgendwie noch so mit dem linken Hand so irgendwie ein Teil von der Tacke, ein Seil von der Takelage, das ich dann zum Stehen und zum Ausmanövrieren nutze. Mhm. Und steche dann zu, habe jetzt aber einen Punkt weniger, trifft aber trotzdem. Vielleicht. Mhm. Lieutenant Conchobert. Pariert aber nicht. Ich glaube, das erste Mal. Bäm! Du Judas. Judas Conchobert, das ist einfach sein Name. Ja. Schwinge mich dann um meine eigene Achse in dem Stich mit dem Seil und mache dann nochmal so einen Rückhandschlag über ihn. Der ist natürlich jetzt extrem viel schlechter. Boah, nein! Da lag kurz die 1 oben. Ne, der geht doch vorbei. Ja, das andere waren 13 Schaden, ne? Mhm. Treffer. Mhm. Punkt, ja. Trefferpunkt, ja. Okay. Ja, Borealas. Oh mein Gott, es kann bluten! Das Bluten kann man doch töten. Genau. Also das ist jetzt die Wahl, entweder auch Lieutenant Conchobert anzugreifen oder den neu dazu anstürmenden Soldaten. Dann würde ich eine Attacke gegen Conchobert nutzen und dem Heranstürmenden dann die zweite entgegenstrecken. Alles klar. So, nachdem ich gesehen habe, dass mit Lieutenant Conchobert, das ist gut. Kriegt er jetzt, wird das Tutsackmesser wieder herumgedreht? Und die kürzere Seite versuche ich ihm dann über den Rücken zu ziehen. Ja. Sieht gut aus.
Das würde theoretisch treffen. Ja, nicht so, mein Freund. Okay, dann. Sogar mit den Abzügen der zweiten Parade. Dann drehe ich mich so unter dem parierten Hieb weg und würde das den verbliebenen Nachtwind herumreißen und dem Soldaten, der gerade dann auf mich zustimmt, versuchen, eine Beinwunde zuzufügen. Mhm. Ja. Der versucht zu parieren. Schafft das auch. Mittelreichische Seesoldaten, Leute. Wer braucht schon Orks oder sonst irgendwas? Ja. Die hätten wir im Orksturm gebraucht. Ja. Gut. Lailat. Ja, sind ja jetzt gerade neue nachgekommen. Einer ist gerade neu nachgekommen, ja. Ja, wunderbar. Dann ist der doch jetzt dran. Mhm. Oh, jetzt erstmal auf normalem Wege. Ah, ich warte. Nein, das trifft nicht. Trifft nix. Mich nix treffen. Mich nix treffen. muss erst laufen. Fianna. Attacke gelingt. Ja. Mittelreichische Seesoldaten. Das ist unglaublich, ne? Kann man die mieten? Kann man die mieten? In die Zukunft schicken? Ja, den könnt ihr anheuern für die Schlacht um Friesau, ja. Das brauchen wir. Ein bisschen zugefroren, aber geht. Ihr wolltet die Mittelreicher ja nicht. Ja, dann, egal, ist ein anderes Thema. Gut, der Lieutenant Contubert. Gegen Nathir, gegen Nasir. Trifft nicht. Ich schwinge mich nochmal ein Seilstück auf Seite. So, der neue Typ bei Borealas. Give it to me, der trifft. Aha, das ist schlecht. Pariert. Zieh ich den Kopf ein. Okay. Dann ist... Springt wie ein Mungo. Der neue bei Lailat dran. Wuchtschlag. Trifft. Die zerlegen uns hier, das ist echt toll. Gucken wir mal. Parade. Ha! Trifft dich! Ich drehe mich beiseite, ich mache eine Pirouette. Typischer DSA-Nahkampf. Kling, plür, kling, plür. Ja. Prinzipiell unter 8 würfelst du Nase. Fianna. Dein Gegner, Wuchtschlag, trifft nicht. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Nicht? Nein, trifft nicht. Nicht mit einem Wuchtschlag. Ja. Ihr schaut euch wieder rum und seht wieder, wie Jalte wieder einen mit seiner Axt in zwei Teile spaltet. Was machen wir falsch? Einer läuft gerade so im Rücken von Nasir und hebt seinen Säbel so über Nasir und wird ihn gerade so von hinten... Irgendwie spalten Borealas, sieht das gerade noch so, Achtung, rufen! Und auf einmal verliert der Typ, der hinter Nasir steht, so sein Gleichgewicht, was er da gerade anläuft. Also, es wirkt fast ein bisschen so, als würde er von irgendwas getroffen werden, so von der Seite, und kippt halt so über die Reling neben Nasir. Wer auch immer es war, danke! Also, da war nichts, aber okay. Es wirkte fast so. Das Deck läuft ab. Mira, warst du das? Ja, genau. Und dann ist auch Nasir wieder dran. Ja, ja. In dem Glauben seiner Helferin bestärkt, stößt er sich dann von der Reling, an der er steht, ab.
versucht dann so ein an diesem Seil so einen Schwung, um diesen Lieutenant Conchobert rumzumachen, in die Seite zu stechen. Ah, gegen Lieutenant Conchobert. Oh, der pariert. Zweimal zugebracht, dass ich. Sack. Ich zweimal zugebracht, dass ich mich selbst verletzt habe. Der ist jetzt dran. Na, und dann im Weiterschwingen nochmal von der anderen Seite zustechen. Jawohl. Ja, oh, warte mal. Stopp, stopp. Da. Gerade noch so getroffen. Ja, das ist aber die Abzüge. Ja, diesmal triffst du. Yes! Yes! Um ihn drumherum geschwungen und dann den Rapier in die andere Seite reingehauen. Du bist einfach zu grazil für den. Ans Maximum. Achso, du hast ja, du würfelst ja immer schon Schaden mit. Mhm. Ja. Dann darfst 16 du 16. Oh, dann darfst du beschreiben, wie du ihn tötest. Der, wie gesagt, schwingt so um ihn rum und der Rapier tritt dann irgendwo in der Seite, in den Nähten von seiner leichten Lederrüstung, nehme ich mal an, da es ja Seesoldaten sind, in ihn ein und tritt halt durch den Oberkörper durch, punktiert unten die Ausläufer der Lungenflügel, sodass man dann ein Röcheln hört, beziehungsweise beim wahrscheinlich Luftanhalten dann sieht man Blut aus der Seite rausspritzen oder auch aus dem Mund laufen. Und dann geht er auf die Knie und bricht zusammen. Ja. Leilat. Was denn mit mir? Ach ja, Borella, Entschuldigung, hätte ich fast vergessen. Ja. Das passiert dem Meuchler immer. Da bist du unauffällig. Ja, nachdem der Typ jetzt zur Seite gekippt, gibt es einen kurzen anerkennenden Blick gen Nasir und dann ist ja da noch ein Seesoldat. Der kriegt jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Mhm. Zwei Attacken gegen den Hals. Erste Attacke. Patzt! Haha! Bestätigen bitte. Glatt. Das wollten wir jetzt nicht hören. Bestätigt! Möchtest du Tabelle oder? Ich nehme immer Tabelle. Nimmst du Tabelle? Hast du die Tabelle zufällig gerade da? Du musst 2W6 würfeln, das weiß ich. Ansonsten müssen wir jetzt mal so. Suchen. Die kann ich, die habe ich quasi in 2 Minuten. Noch nicht mal. Patzer. Da, Patzer im Nahkampf. Ja. 2W6. Na dann, was soll denn da schon passieren? Bin gespannt. Außer, dass ich Nasir umbringe. Ja. Ja, das sieht dann Borella, so aus. Borella, wirkt Nekromantie und der Lieutenant Conchobert ist wieder da. Ja, ein bisschen übermütig scheinbar. Setzt er den Bogen für den Kehlange viel zu hoch an, sodass er quasi an der leichten Aussparung hier runtergleitet und hier ist genau eine Niete, wo das Schwert überdreht und zu Boden fällt. Ah, schade, aber auch, ja. Okay, zweite Attacke kommt. Von unten nach oben. Trifft. Ja. Versuche ich mal zu parieren. Nee. Elf. Mhm. Und quasi einfach nur. Ja, und Leilat ist jetzt dran. Wir werfen uns eine Grütze zusammen. Ja. Ich meine, eine richtige Schlacht auf See. Ich probiere es nochmal mit dem gezielten Stich. Schauen wir mal. Man hört, kann so ja nicht schief gehen. Man hört im Hintergrund um Volk einen Schlachtgesang singen. Ich glaube, das trifft nicht. Nein, das trifft nicht. Um einen Schicksalspunkt? Ja, warte mal sogar. Ich glaube. Hm.
was heißt das nochmal? Ich muss mal gerade was nachschlagen. Was ist nochmal Waffenbegabung in DSA 5? Ich meine, ich dürfte den Schwierigkeitspunkt aufgeben, um Punkte zu bekommen. Ich weiß nicht. Müsste ich selber nachgucken. Ja, ich bin sofort dabei. Und zwar hier Waffenbegabung. Man sollte auch das Richtige schreiben, wenn man es sucht. Sonderfertigkeit. Ah, nee. Das ist was anderes. Du darfst den Bestätigungswurf wiederholen. Ja. Genau. Ja. Bei Patzern oder bei Kritz. Dann. Ach komm, ich gebe einen Schicksalspunkt aus. Jawohl! Erster Schicksalspunkt heute. Ja. Nein! Nee, oder? Bestätigen. 14. Damit schaffe ich meine Parade nicht. Du darfst es wiederholen, du hast Waffenbegabung. Yay! Schön, dass wir nachgeguckt haben. Ja. Wird nur schlimmer. Möchtest du Tabelle oder möchtest du Schaden? Ach komm, gib mir die Tabelle. 2W6 bitte. Und Borealas darf nachgucken. Also Rio. Okay. Wie war das denn nochmal? Ich muss Slash und dann 2D6, ne? Korrekt. Slash R. Slash R. 2D6. Gott, ich hab so unfähige Helden, echt mal. Doppel 1. Ich hab Angst. Waffe zerstört. Yay! Bling! Schartiger Segel aus dem askanischen Schiff. Was hab ich eigentlich erwartet? Der Geist von Mira schreibt was ganz besonders Gutes in den Chat, ne? Als wäret ihr verflucht. Ah, komisch. Ja. Ey, dabei habe ich gar keine Echsen getötet. Genau, Jalta hat angefangen. Mut hat eine Schuld. Ja, genau. Fianna. Schön. Haut lustig in der Luft. Schicksalspunkt. Willst du das haben? Ja, wollt ihr nochmal daneben hauen? Ja, gut, dann gebe ich mir. Ach komm, so schlecht ist Fianna gar nicht mit dem Schwert. Guck. Klappt. Ah. Das war natürlich Ablenkung, einmal so ein bisschen zu tun, als ob ich daneben haue und dann zack. Doch. Hat voll gewirkt. Mach Schaden. Ja, siehst du. 8. Ja. Darfst beschreiben, wie du den tötest. Yes. Ich hau ihm mein Schwert so richtig schön von oben herab in die Halsbeuge und hoffe, dass das richtig schön durchgeht. Irgendwo zwischen Rüstung und, ich weiß nicht, hat er einen Helm auf? Ja. Ja, das natürlich ist ein mittelreichischer Soldat. Natürlich hat er einen Helm auf. Da! Ich muss einen Helm auf haben. Aber das gehört zum Protokoll. Bald. Ah, das gehört auch zum Protokoll, dass ich einen Hut aufhaben muss, aber das ist ja... Das ist eine andere Geschichte. Und das trifft gut und das blutet sehr aus seinem Hals und er kippt um. Ja, gut. Da haben wir noch einen Gegner von Borealas. Yay. Der trifft. Nee. Das tut er wohl, verflucht noch eins. Das heißt, er will quasi, weil es gewohnt ist, mit zwei Waffen zu kämpfen, mit der zweiten parieren und hat er leider keine Waffe. Ich verstehe schon. Mhm. Deswegen kriegt er auch auf den jetzt nicht mehr mit einer Waffe versehenen Arm 7 Schadenspunkte. Au. Also Trefferpunkte. Diese Schadenspunkte. Ja. Rüstungsschutz 1, also. Der Gegner von Lailat. Trifft nicht. Lailat hat jetzt keine Waffe mehr, das ist, fies. Man sollte ihr helfen, vielleicht, Nazir. Sobald ich dran bin. Du bist dran.
Dann. Also du siehst, rund um dich, wie die Torwaller die Soldaten zurückdrängen. Und die anderen Soldaten. Also ihr scheint die Oberhand zu gewinnen im Kampf. Was nicht an uns liegt. Ja. Hey, ihr habt schon 4 Leute. Wirklich nicht an uns. Da ich ja mit den Beinen nicht mehr allzu gebrauchen bin, aber sehr gewandt bin, würde ich das dann so machen, dass ich mich an diesem Seil nach vorne schwinge, weil das aber wahrscheinlich ein bisschen weiter weg ist und dann aus diesem Schwung dann mich auf den Boden abrolle und dann im Hochkommen dem anderen versuche, in den Rücken zu stechen. Mhm. Dem Gegner von Leilat? Genau. Nein. Nein. Das klappt nicht. Und dann den Schwung weiter nutze und in eine zweite Rolle gehe und unter ihm durch quasi und dann von der Seite zu stechen. In die Pobacke. Ja, du, in die Pobacke. Das triffst du nämlich auch. Nee. Nein. Es war zweimal in der Luft rumgestochen. Was ist los, Rerion? Ach, ist das schön. Not gegen Elend hier, wa? Schäden und so billig. Ja, Borea, lass es dran. Okay, da das ja alles so gut funktioniert, erste Attacke, Handkantenschlag gegen den Hals, also gegen den Kehlkopf. Mhm. Die trifft. Ja, tut sie. Das ist schon mal schön. Jetzt muss ich mal kurz wieder würfeln. 6, das bessere Ergebnis darf ich nehmen. Nimmst du doch die 3, ne? Ja, genau. das sind dann... Versuchen konnte ich es ja. 11 gegen den Kehlkopf. Muss er jetzt nicht nochmal würfeln? Eben hast du nochmal gewürfelt. Ne, das war eine andere Attacke. Achso. Patsch! Zweite Attacke, jetzt mit dem Nachtwind versuche ich ihm das über den Oberschenkel zu ziehen. Was jetzt gelingen würde. Na, schauen wir mal, ob er zurückspringen kann. Sowas von nicht. Ach, aber ganz normal. Ja. Mach Schaden. Nicht geschafft, ne? Ja. Okay. 8. Fetsch! Mhm. Und kein Schlag über den Oberschenkel. Okay. Leilat. Ja, Leilat hat jetzt keine Waffe mehr. Aber das braucht sie nicht, denn sie selber ist die Waffe. Das heißt, sie kratzt das letzte bisschen Magie, das sie jetzt beim Schlafen wieder angesammelt hat, in sich zusammen. Hey, endlich wird gezaubert. Und würde den Angreifer vorher mit einem Fulminictus beschießen. So. Fulminictieren. Ja. Das ist ein Verwandlungszauber übrigens, kein Beschusszauber. Verwandelst du quasi die Innereien deines Gegners. Ich schipp die 20. Das gibt's doch nicht. Würde ich hier vorschlagen, ja. Hier ist es wieder eine. Ne, ist eine 14. Oh, da war sie! Da liegt sie! Aber das trifft dann. Und zwar hab ich dann sogar alle über. Das heißt, ich habe 3 Qualitätsstufen mit dem Ding. Mhm. Das heißt, ich mache 2W6 plus Qualitätsstufen mal 2. Das sind 6, also 2W6 plus 6 Schaden. Jo, 2-1. Bitte nicht. Und 12. Ja, das tut ihm aber gut weh. Krümmt sich vor Schmerz. Leilat sieht quasi, wie Nasir an ihm vorbeischwingt. Hammer eingerechnet, Sentriel, haben wir eingerechnet. Ja. Nutzt die, die Ablenkung, um ihren Zauber vorzubereiten und wirft ihm ihn dann mit einer Hand entgegen. Mhm. Während sie einen hohen Gesang anstimmt. Und das tut ihm weh. Fianna, eilst du Borealas oder Leilat zur Hilfe?
Ach so, ja, Layla hat natürlich. Die hat ja keine Waffe mehr. Frauen und Kinder zuerst. Ah, Attacke! Natürlich. Dieses versteckte Sexismus im Rollenspiel hier. Direkt mal pariert deswegen. Total versteckt. Ja, schön. Tja. So. Apropos, der ist dran und wehrt sich jetzt. Geht nicht, gibt's. Gegen die Zaubersängerin. Yay. Trifft. Moment, stopp. Das hat nicht pariert. Fianna darf nochmal Schaden machen. Ich hab vergessen, dass er Schmerzen hat ja jetzt. Die Zweipe hat nicht pariert. Er hatte schon andere Paraden vorher in der Runde und hat Schmerzen. Entschuldigung. Ja. 10! Dann Freunde. Hast du den gefällt. Das. So, okay. Dann, das heißt, die Attacke war jetzt, aber dann nehme ich die für den Borealas. Oh. Die ich eben gewürfelt habe. Die war gelungen, ne? Mhm. Ja, gut. Dann gib mir doch nochmal Schaden, bitte. Ah, bitteschön, ja, ja. Kommt sofort. Sofort. 1d6 plus 3. Säbelschaden incoming. 4. Au. Au. Du bist dran, Nasir. Am Seil schwingend. Seil du bist ja unter ihm durchgetaucht. Und das ist hinter ihm, kannst du mir in den Popo, wolltest du ihm stechen, aber ist leider von Fianna geköpft worden vorher. Ne, sehr gut. So ein Ärger war. Komm ich vorne wieder hoch, schnapp mich so an die Reling, häng mich so dran, gucke mir, wo ich den nächsten Gegner finde. Ja, ist in der Tat irgendwie an Bord nur noch der eine, der vor Borealas steht. Alle anderen sind gerade von der Schiffsmannschaft und also einer wird gerade noch von Inu gerade mit dem Speer irgendwie über Bord geschmissen, gedrängt. Aber sonst scheint bei euch das Schiff leer zu sein von Gegnern. Dann schaue ich dem Meister mal bei der Arbeit zu. wo wir ja von Vertrauen und Freundschaft sprachen. Ja, genau. Im fairen Zweikampf habe ich da keine Borealas, Zweifel am Borealas. Mondrianisch, wie du bist, Borealas. Logisch. Aus nächster Nähe, ich mache einen halben Schritt zurück, mache eine Drehung und dann gibt es einen Roundhouse-Kick frontal gegen den Kopf. Ja, mondrianischer Gegner. Sofort wächst ihm ein Riesenbart. Chuck Norris! Trifft. Pariert. Was der Kopf runter von Schreck. Nee, du bist zu spät. Wollte ich mal mitnehmen. Ja, gut. Ja, nachdem der da quasi zurückgewichen ist bei meinem tollen Sprungkick, ich allerdings jetzt ziemlich nah an ihm dran stehe, würde ich jetzt quasi die zweite Hand an den Nachtwind legen und mit mehr Wucht über den Hals ziehen. Mhm. Das würde treffen. Ja, ist ein Patzer. Verteidigungspatzer. Guck ich mal nach. Er tötet sich selbst, bevor ich ihn aufschlitzen kann. Patzer, eine Nahkampfverteidigung. Achso, ich darf jetzt, guck mal, du hast ja die Tabelle bestimmt offen, ne? Ja, hab ich. Dann nehme ich die Tabelle auch mal. Kann ja nicht so schlimm sein. Hoch ist 8. Ich glaube, er geht fliegen, warte mal. Stolpert nach vorne. Ja. Borealas, kurz meinst du ein Schemen hinter diesem Typen zu sehen? Und dann stolpert er so nach vorne, als ob er von irgendwas im Rücken getroffen wird. Und landet auf irgendwie bäuchlings vor dir auf den Planken. Also quasi, wenn ich ihn schon fallen sehe, dann würde ich in die Hocke gehen und dann einfach nur das Nachtwind quasi so
nach oben halten. Ja, so zögig, das überrascht dich gerade, weil du noch irgendwie abgelenkt warst durch den Schatten. Na gut. Dann das, was ist da? Da ist doch irgendwas hinter dem. Aber, naja. Okay. Weil du hattest, glaube ich, keine Attacke mehr über, ne? Du hast schon zwei gemacht. Ja, das, ah ja, meine zweite. Ja. Das war eben Schaden. Genau. 12 Schaden. Ja, also quasi dann so dieses, er stolpert an mir vorbei. Ach ja, ja. Mhm. Und dann in den nimmt das Nachtwind rein. Einfach und ups. Stimmt, ja. Ich war gerade woanders, ja. Schlecht dann damit in den Nacken. Kein Ding. Ja, stolpert nach vorne in den Nachtwind und stirbt an der Attacke. Ja, ihr habt den Angriff der Garetias abgewehrt. Ja, dass die restlichen Seesoldaten nehmen Reißaus, ziehen das eine Schiff, auf das sie sich zurückgezogen haben, und segeln davon oder rudern davon. Das zweite Schiff neben euch, von dem die ersten Soldaten an Bord gesprungen wurden, liegt noch neben euch. Und die Torvaler brüllen. Und die anderen natürlich auch. Borealas nimmt dann erstmal seinen zweiten Nachtwind wieder auf, dreht sich dann zu denen um, die er im Kampf besiegt hat. Und kreuzt von denen die Klinge und verbeugt sich einmal. Grüßt die Schwester. Waren ganz schön harte Hunde. Ja. Raluf dreht sich um. Ja, ging so. Du hast ja auch nicht gegen Lieutenant Conchobear gekämpft. Gegen wen? Steht mir so drauf, so Conchobear. Ja, das hat Nasir ihm so mit dem Rabchen so irgendwie auf die Brust draufgesetzt. Conchobear! Das war einer der härtesten Hunde, gegen die ich je gekämpft habe. Tat. Er hat die Verneigung von Borealas verdient. Kommt da gerade ein? Sucht sich ein neues Schwert und würde dann auch auf das gegenüberliegende Schiff mal hüpfen, weil die haben da mit Pfeilen geschossen, das heißt, da gibt's Bögen. Ja, gibt es. Kannst davon du dir einen, sammel ich mir jetzt, einen guten garetischen Langbogen holen. Schön, mit Pfeilen. Ja. Stecken genug in unserem Schiff. Definitiv. Da sind auch sonst noch Pfeile. Ja. Ja, wunderbar, nehm ich mit. Ich würde mal unsere Seemänner zusammenrufen, also hier Jalte und Filerson, könnt ihr dieses andere Schiff segeln? Natürlich. Weil ich denke, damit kommen wir einfach durch die Blockade der Garetia als diesem gesuchten Schiff. Ja, Kottners Hand baut sich so, war ich auch. Moment! Die Kriegsbeute gehört uns. Ihr wollt ein Garetia-Schiff haben? Klar. Ah. Schmuggel ging nach Schmuggel Richtung Boran wesentlich einfacher, wenn wir ein Garetia-Schiff haben. Wie ihr schon sagtet. Dann hättet ihr zwei Schiffe. Könnt ihr beide steuern? Werden wir dann sehen. Wir schleppen das Ding, glaube ich, erst einmal, oder wenn ihr es hinter uns dann hinterher segelt. Am besten in den Piratenhafen. Wie immer ihr meint, Kapitän. Unten auf Beskan ist ein Piratennest. Da können wir schauen, wie wir das hinkriegen. Ihr habt aber gut gekämpft. Danke für eure Anerkennung. Und wo wir gerade dabei sind, was ist euch denn diese Anerkennung wert? Schaut so in deine Richtung. Ich meine, ohne unsere tatkräftige Hilfe hättet ihr wohl ziemlich einfach. Wären wir gar nicht hier gewesen, meint ihr? Dann hätten sie euch woanders da gefangen.
Reden wir darüber, wenn wir in Beskan angekommen sind, mein Freund. Sehr wohl. Ja. Seid vorsichtig, Kottnashahn. Dieser Aves spricht mit ziemlich lauter Stimme. Von Borea, lass uns quer was drehen. Was? Also Phileason übernimmt die mit euch zusammen halt die Kontrolle über das Garetia-Schiff. Und das gar nicht, stand ja eigentlich, wie das heißt. Die Seeadler. Nee. Seeadler 2. Das ist die Stern von Silz. Das heißt, ihr habt jetzt ein neues Schiff, nicht Stern von Silz, zumindest erstmal für ein paar Seemeilen bis Beskan. Beskan ist eine Insel unterhalb von Raskan. Und was ich die See. Ja. Und ihr segelt dort entlang an der Küste Richtung Beskan und als ihr dann in die kleine Bucht einfahrt, und man kann sich das richtig vorstellen, wie diese typische Flucht der Karibik Piratennester, so geht es das vor. Man empfängt euch mit großem Tada und ihr habt auf jeden Fall Möglichkeiten erstmal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Für einige vielleicht ganz, ganz interessant. Und in der örtlichen Schenke unterzukommen. Wie gemütlich man es sich jetzt hier machen kann in einem Nest voller Piraten. Aber ja. Die Torvaler scheinen den Met zu genießen. Ja. So, und Masir wollte ja mit Kottnashahn noch irgendwie verhandeln. Wie lange sind wir denn da unterwegs? Ich tue mich immer schwer mit den Zeiten. Ich denke einen Tag und würde der wahrscheinlich schon dafür brauchen. Würde ich dir gerne nochmal eine Erholung. Genau, könnt ihr ruhig machen. Regenerieren. Meine geschundenen Beine. Und ihr könnt auch eine zweite Regenerationsprobe dann in der Taverne auch in der Nacht da irgendwie auch machen. Da würde ich erstmal die Travia-Geweihte bitten, meine Wunden zu versorgen. Ja, macht sie, kriegst du dann 2 extra. Was war ich? Geist von Mira, das war wohl Teil des Vertrags, dass sie mitkämpfen. Aber nicht die Geisterhilfe, die war gesondert. Aber echt mal. Sie würde sich da, Verletzungen an beiden Beinen immer noch bestehen, irgendwie eine Krücke suchen, wenn wir da an Land gehen. Ja, kein Problem. Du kannst irgendwie einen Heiler suchen, wenn du magst. Kannst du mal eine Gassenwissen-Probe würfeln, Nasir? Klar. War nicht so gut dran, sehe ich gerade. Aber trotzdem. Würfelt. Nein. Chippen? Hast du noch nichts gechippt heute? Das stimmt, ich hab noch gar nichts gechippt. Dann lass mich mal gerade schauen. Das erste war die 19. Meine beiden sind geschafft, dann chippe ich mal die 19, also mache jetzt wieder einen 3W6-Wurf und die erste gilt dann. Mhm. Ja. Na toll. Ne, immer noch nicht. Dann wirst du wohl keinen Heiler finden. Nee. Was du wohl finden kannst, ist ein auf der Suche nach so einem Heiler, irgendwie suchst du halt noch ein paar Reine-Schrein oder sowas. Oder irgendwie scheint es hier irgendwie
so richtige Schreine nicht zu geben, aber du kommst in so einer kleinen Hütte vorbei, in der so ein kleiner Kräutergarten im Vorgarten ist. Und eine dunkelhäutige Frau mit einem Schleier, ein bisschen so verschleiert irgendwie, auf der Veranda ihren Besen hin und her bewegt und fegt, schaut dich an. Kann man dir helfen, junger Zugvogel? Entschuldigt, wir wurden von widerlichen Seesöldnern angegriffen und ich wurde bei dem Kampf verletzt. Ich bin auf der Suche nach einem Heiler oder einem Tempel. Einen Tempel wirst du hier auf dieser Insel wohl wenig finden, mein Freund. Schade. Ihr seid mit Kotnasan gekommen, nicht wahr? Das ist richtig. Die Krücke sieht aber auch ziemlich behelfsmäßig aus dort. Ja, es ist, ich würde tatsächlich meinen Wanderstab dann genommen haben. Es ist mein Stab, mit dem ich normalerweise durch die Lande ziehe. Lasst mal sehen. Tritt so irgendwie an dich ran. Siehst halt, zumindest sagt sie so Henna-Farbe oder sowas. Oder entweder sind es Tattoos oder so Henna-Farben über die Finger irgendwie auch. Siehst irgendwie auch tiefe Schminke um die Augen herum. Schaut dich dann so ein bisschen an. Also ich schaut dir gar nicht auf das Bein, sondern eher so ins Gesicht. Schlechle. Ich glaube, ich kann da was für dich machen. In der Tat. Ja. Kostet dich auch nur 2 Silbertaler. Dann wird sein Gesicht etwas bedeckter. Bin nicht allzu betucht, aber vielleicht kann ich euch mit einer arvesgefälligen Massage helfen. Eine arvesgefällige Massage. Interessant, aber ich fürchte, mein Mann hat da was gegen. Oh. Ich werde das Geld schon irgendwie auftreiben können. Wie wäre es mit einem Silbertaler? Das ist zu großzügig von euch. Und lasst mal schauen, was ihr da noch so in eurem Rucksack habt. Rucksack. Ein Götterfigürchen, aber das kann ich leider nicht aus der Hand geben. Ein wenig Tabak aus dem Mittelreich, wobei ich denke, das ist Tabak hier. Das macht so große Augen. Tabak! Lasst mal sehen. Nimmt den Tabakbeutel, nimmt so eine. Kaut da so drauf rum. Hervorragend. Nun gut. Wenn ihr diesen wünscht. Ja, dann kommt mit. Natürlich. Öffnet die Tür zu der kleinen Hütte. Du siehst, drinnen sind halt auch überall Kräuter aufgehängt. Du siehst einige Schrumpfköpfe, wie die irgendwie über der Tür an so einem Balken baumeln. Obwohl, da fällt mir ein, dass Borealas ja auch wohl welche hat. Das scheint hier wohl irgendwie Brauch zu sein, trotzdem. Ja. Beuge ich das mal. Ich hatte keine. Ist ein Charakter. Ja, anderer Charakter, genau. Ja. Okay, dann habe ich das jetzt gerade verwechselt. Nee. Ein großer Kessel, der irgendwie vor sich hin blubbert in der Mitte des Raumes. Setz dich, Fremder. Wie ist dein Name? Nasir, nennen mich meine Freunde. Mein ganzer Name ist Nasir Ibn Zahir al-Masrem. Klangvoller Name. Tat. Mein Name ist Fexania.
Oh, das ist aber ein sehr zwölfgöttergefälliger Name für eine Dame, die in einer Insel bei Maraskan wohnt, oder? Ja. Hat mir schon Schwierigkeiten eingebracht. Da, setz dich auf den kleineren Hocker. Ja. Danke. Ja, setz dich hin. Kannst du mal eine Sinnesschärfenprobe würfeln? Ja, mach ich. Jetzt auch in die Binden geht. Was? Mit 15, 2, 10? Nein. Ja, locker. 4 QS. 4 QS, na, kein Problem. Da, dann siehst du irgendwie, da ist so eine Lagerstätte für zwei, die hinter so einem kleinen Vorhang irgendwie, der du hast so halb zurückgezogen. Und du siehst so einen kleinen Schatten wieder so irgendwie über dem Vorhang kriecht. So von der anderen Seite. Folgst ihm so mit dem Blick. Und dann oben über die Vorhangstange klettert du ganz langsam eine große, zweihandgroße Spinne. Ganz langsam. Hattet ihr mir eine Frage? Ja. Spinnern, ist das euer Vertrautentier? Schaut dich so an. Das ist Azi. Azi, du sollst doch nicht immer Fremde erschrecken. Auch solange sie nicht gerne verletzte Wanderer anknabbert. Habe ich nichts gegen ihre Gesellschaft. Nur die Bösen, mein Freund. Oh, das bin ich tatsächlich nicht. Wie könnte ein Zugvogel des Reisergottes denn auch böse sein, nicht wahr? Das ist richtig. Nun, wir wollten uns um das Bein kümmern. Lasst mal sehen. Krempelt doch mal da eure stattlichen Waden frei. Mal. Aber wenn ihr mir gestattet, ihr seid meiner Frage ausgewichen, seid ihr eine Tochter Satur Arias? Vielleicht. Dann dient ihr den gleichen Göttern wie ich. Dann gebe ich mich vertrauensvoll in eure Hände. Ja. Ja, krempelst das Bein wahrscheinlich hoch, das Hosenbein, und sie nimmt so eine Salbentiegel und streicht dir so oder massiert dann so die Wunde mit dieser Salbe ein. Ja. Und es dauert eine ziemliche Weile, kniet dann so vor dir, massiert dir so die Wade, und keine 5 Minuten später kommt irgendwas rumpelnd und die Tür fliegt auf, quietschend. Puh. Hexan, ja, ich bin zu Hause. Und ein, ja, im ersten Augenblick aus dem Augenwinkel wahrgenommen kleinwüchsiger Mann betritt die Hütte. Im zweiten Augenblick, es könnte, also entweder ist es ein ziemlich kleiner Mensch oder es ist ein Zwerg, der ziemlich groß ist. Hat ja, ich gucke erstmal, wie sie reagiert. So eine Schmiedeschürze um. Ich warte erstmal, wie sie reagiert. Ah, willkommen zu Hause. Das ist Nasir, ein Kunde. Der freut euch kennenzulernen. Ah, Kunde schon wieder. Wo hast du den denn aufgegabelt? Bestimmt einer von diesen Kottnars Hahn-Söldnern, nicht wahr? Reisender. Schaut sich so an. Bin Tina des Zugvogels. Oh. Dann willkommen in meinem Haus. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich hab schon gehört, ihr habt was mitgebracht von eurer Reise. Hm? Ein Schiff. Ja. Und Vorräte? Das zweite Schiff nicht untersucht, das kann sein.
Was habt ihr euch denn hierher geführt? Zum einen mich persönlich Heilung und zum anderen wollten wir, soweit ich Kapitän Kottnasan verstanden habe, hier Vorräte aufnehmen. Ja, ich meine, warum seid ihr überhaupt erst hierher gefahren, in dieses verlassene Nest? Weil wir auf dem Weg zum Kontinent sind. Ah. Da gibt's nichts für Leute wie mich. Na. Ich glaube, Leben. Was sucht ihr denn? Eigentlich nur Ruhe und Frieden. Und den habt ihr hier nicht, weil? Ach doch, eigentlich schon. Das Nest ist ganz in Ordnung. Vor allen Dingen gibt es immer was zu tun für einen fähigen Waffenschmied wie mich. Ich hau ihn mal abschätzend an, aber warum verlangt es euch denn danach, das Nest zu verlassen? Na, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gedacht, vielleicht hättet ihr interessante Geschichten zu erzählen. Wenn ihr nach Geschichten verlangt, wo soll ich anfangen? Was wollt ihr hören? Na, alles. Ich komme hier nur so selten raus. Ich denke, ein bisschen Ablenkung schadet ihm auch nicht bei der Heilung. Wollt ihr Geschichten hören über verlassene Elfenhochburgen? Elfen? Über verlorene Schwerter oder über den Friedhof der Seeschlangen? Fangen wir doch bei Letzterem an. Und arbeiten uns dann langsam nach vorne. Dort kommen wir gerade her und haben eine Seeschlange dort vor zur letzten Ruhe gebettet. Interessant. Eine Seeschlangentöter. Beeindruckend. Und ich war es nicht alleine. Ich hatte Hilfe. Deine Trophäe. Das beweisen? Ich glaube, Jalta hatte die Zähne. Einer unserer torwartischen Mitfahrer hat die Zähne. Ja, ihr habt ein ganzes. Also, die sind ja riesig, die Dinger. Also, ihr habt die ja als Kriegsbeute quasi mitgenommen, ja. Oh. Interessant. Was macht ihr damit? Das müsst ihr diejenigen fragen. Ich glaube nicht, dass sie sie veräußern wollen. Das ist eher eine Art von Statussymbol für die torwaldischen Krieger. Trophäen der erlegten Beute. Kann gut sein. Vielleicht schaue ich mir die morgen mal an. Ihr seid im Gasthaus untergekommen, oder? Ich persönlich bin noch nirgendwo untergekommen. Ich suchte erstmal einen Heiler, danach kümmere ich mich um Quartier. Und das sollte, und dann macht sie so einen Ruck an deiner Wade, so krack. Das sollte gut sein. Wartet, ich mache noch diese Salbe drauf und dann einen Verband und dann müsst ihr das einwirken lassen bis morgen früh. Vielen Dank. Gut. Ja, kannst du ja aufschreiben, dass du 4 extra Heilung bekommst. Okay. Und ja, dann kannst du dich auf den Weg zurück machen zum Gasthaus, wenn du magst. Wenn ihr noch mehr Geschichten hören wollt, werter Herr, werte Dame, könnt ihr uns gerne heute Abend im Gasthaus aufsuchen. Mhm. Gut. Das werde ich dann auch tun. Denke, ich habe eh noch vor, etwas trinken zu gehen. Ja, die Frau rollt so mit den Augen. Bleibt Raja gefällig, übertreibt es nicht. Keine Sorge. Lächelt dich so an. Er weiß ganz genau, was ihm passiert, wenn er zu viel trinkt. Ja. Da ich aus den Landen von Aranien komme, weiß ich, was eine starke Frau in der Familie bedeutet. Tja. Ich gönne ihm ja den einen oder anderen Schluck. Vielleicht komme ich sogar mit und trinke auch was.
Das ist eigentlich eine gute Idee. Warte, lasst mich noch eben meine Sachen packen und sie einpacken und dann können wir gehen. Ja, dann warte ich auf sie. Ja. Und ihr kehrt gemeinsam zurück ins Gasthaus, wo die anderen schon Zimmer bezogen haben. Und ich finde, das ist eine schöne Stelle für heute, die Runde zu beenden. Einen schönen, gemütlichen Abendausklang im Gasthaus von Beskan, dem an der Piratenbucht von Beskan, einen über den Durst zu heben mit den Torvalern, einer Hexe, einem Halbzwerg, wenn man es so nennen kann, ja, der wiedergefundenen Leilat und gucken, ob Borealas auch zum Trinken zu animieren ist. Aber das werden wir dann erst beim nächsten Mal feststellen, ob das so der Fall ist. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgemacht habt, mitgespielt habt und natürlich auch an euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Danke auch besonders an den Geist von Mira, der ausnahmsweise heute wieder da war. Hoffentlich demnächst wieder mehr. Und tatkräftig im Kampf geholfen hat. Wenn ihr nicht wisst, wer der Geist von Mira ist, dann müsst ihr die ersten Folgen der Phileas und Sanger unbedingt schauen. Unbedingt. Dann werdet ihr sehr schnell herausbekommen, worum es sich handelt bei dem Geist von Mira. Ja, ansonsten geht es weiter in 2 Wochen nach Plan mit der Phileas von Sanger und dem Suche nach dem Kelch. Oder wie es im Original heißt, die Suche nach dem Largalahen. Guck mal, ich kann es doch sprechen. Vielleicht sollte ich das irgendwie... Ja. Oh, Seife, krault Koalas. Dankeschön. Ja. Falls ihr andere Rollenspielrunden noch schauen möchtet, hier auf Twitch oder auf YouTube, dann schaut doch mal in den Nerdpool. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da gibt es einen Streamkalender direkt auf der Hauptseite. Da könnt ihr jeden Tag einen neuen Stream entdecken, sowas wie ich hier mache. Aber von anderen Streamern, die Pen and Paper Rollenspiel streamen, zum Beispiel Feder. Wann gibt's bei dir wieder was? Diese Woche noch, ne? Oder nicht? Nee. Nicht? Du warst schon letzte Woche. Letzte Woche war ich dran. Steht noch auf der Kippe. Wir suchen noch einen Termin. Ah, ihr sucht noch einen Termin. Was wird's denn, wenn es denn was wird? Ja, Wechselbike. Immer noch. Ja, das weiß ja vielleicht nicht jeder, der zuguckt. Ja, Wechselbike, der Traum. Eine World of Darkness Setting, genau. Und World of Darkness ist ein gutes Stichwort. Da gibt's morgen was beim Rerion, habe ich gehört. Genau, mein Online-Stream-Debüt. Ja. Bis da morgen. Was spielt ihr denn? Vampire V20 mit Hausregeln, Dark Ages, die transsilvanischen Chroniken. Ja. Dann schaut mal hin, wo findet man das? Das findet man zum Beispiel auf meinem Twitch-Kanal. Oh, auf einem Twitch-Kanal, ja. Falls ihr das nicht wollt, ich verlinke das bei YouTube unten drunter, noch in den Beschreibungen. Oder ihr schaut natürlich auf dem Nordpol nach, da ist das auch eingetragen. Wann geht's bei dir? Bei Mischka hat auch einen Kanal. Wo geht's da bei dir weiter? Morgen bei Serie die Chroniken der Druiden, dieses selbstgeschriebene Setting mit selbstgeschriebenem Regelwerk, wo wir in der Neuzeit Druiden spielen. Also habt ihr Dienstag sollte der. Bitte? Habt ihr Auswahl morgen? Entweder transsilvanischen Chroniken oder die Druiden. Ja. Dienstag sollte der One-Shot Waldinseln weitergehen, da ist noch nicht sicher, ob vielleicht nicht einer fehlt. Aber auf jeden Fall wieder Mittwoch der epische finstere Pakt bei Redge, da freue ich mich sehr drauf. Auch das alles eingetragen auf dem Nordpol im Eventkalender. Da gibt es auch immer einen Link dazu. Und auch wenn die Leute live gehen, könnt ihr sofort draufklicken und dann schauen. Und ich schaue noch mal ganz kurz, wer jetzt noch da ist und zur späten Stunde. Wir haben hier Disciple und Downey, Dollard Power, Donnerknall, Flogan, den Geist von Mira, Jobi, Georgia, Seife und Sentriel sind alle noch hier. Hallo, danke schön, dass ihr noch so lange zugeschaut habt. Wenn ihr das später auf YouTube nachschaut,
Hinterlasst uns doch einen Kommentar unten unter dem Video und sagt, wie ihr die Schlacht gegen den Lieutenant Contiobert fandet. Und ja, was ihr von Layla teiltet, ob die jetzt öfters zu sehen sein soll oder nicht, könnt ihr mal abstimmen oder so. Ja, nur als Ersatz. Ich muss ich so viel gegen komische Seesöldner kämpfen? Ja, ansonsten beim nächsten... Er hat jetzt einen Bogen. Ja, beim nächsten Mal ist er der Jalte Kohlbeinsson, unser Torvalscher Krieger, auch wieder mit dabei. Und ja, Dankeschön nochmal fürs Mitspielen, Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.